Dämonen, Satanisten sind, die eben mit Menschen Verträge gemacht haben. Diese Menschen dienen diesen Dämonen und sie kommen eben an diese höchsten Stellungen in der Gesellschaft. Und dann sieht er auch eben versteckte Botschaften in den Zeitschriften, Zeitungen, was der Rest der Gesellschaft eben nicht sehen kann, weil sie eben nicht diese Brille des Heiligen Geistes haben. Ja, und dann gibt es ja nur eine Person, der diese versteckten Botschaften in den Zeitschriften sieht. Das ist ja was ich mache. Das heißt also, da ist eine Symbolik dahinter, dass es in der Endzeit eben so ein Mann kommen wird, der eben diese ganzen versteckten Botschaften, ein Christ, ja, der mit dem Heiligen Geist eben diese Botschaften erkennt und dann offenlegt, sodass die anderen das auch sehen können. Und dann kommt das satanische System zum Bruch. Das ist der Beginn, dass da so ein Schnitt, ein Bruch reingeschlagen wird in das System, was perfekt getarnt ist. Also ich empfehle es euch, diesen Film, euch das mal anzuschauen, Sie leben aus den 80er Jahren. They live. Und er ist der Einzige eben, der diese versteckten Botschaften in den Medien wahrnehmen kann. Die anderen Menschen eben, die lesen diese Sachen, aber die können es nicht erkennen. Die lesen die Zeitungen, Zeitschriften, aber die sehen eben diese versteckten Botschaften nicht. Ja. Ein Kultfilm. Sie leben heißt der Film. Sie leben. Von John Carpenter. Der Regisseur heißt John Carpenter. Ja, Zimmermann. Und der John Carpenter eben, ich meine, Carpenter auf Deutsch heißt Zimmermann. Und Regisseur nach dem Beruf des Herrn. Der Sohn des Zimmermanns, Jesus. Josef, ja. Der Herr Jesus war ja als Sohn eines Zimmermanns auf die Erde gekommen. John Carpenter. Ja. Ja, Kaiser Nero, wie alle römischen Kaiser, eben 666, ne? Aber das sind eben die Antichristen. Aber der Antichrist, es gibt verschiedene, viele Antichristen, aber der Antichrist, 1. Johannes 2, der kommen wird, demnächst, der die Welt zu verführen wird. Die ganze Welt wird ihn als Gott anbeten. Das ist der kommende Fürst. Der Fürst der Welt. Der Fürst der Welt, wie der Herr Jesus ihn nennt. Das ist der Antichrist. Der wird sich in den Tempel in Jerusalem setzen, in den dritten Tempel. Der Tempel Hesekiel, nach Hesekiel Kapitel 14, 40 bis 50. Das ist der dritte Tempel, der kommen wird, der gebaut wird in Israel. Israel wird wieder zu einem Gottesstaat werden unter dem Antichristen. Dann beginnt der 70. Jahrwoche Daniels. Die Uhr, die gestoppt hatte, prophetische Uhr für Israel, beginnt wieder zu schlagen. Die letzte Woche, die letzte Woche vor der Jesus, die erste Hälfte und die zweite Hälfte. Wobei die zweite Hälfte eben die schlimme ist. Wo es zu Weltkriegen kommen kann, Weltkrieg kommt und Israel überrannt werden wird. Eben von der muslimischen Achse, aber auch von den Heidennationen. Das ist König des Nordens und König des Südens nach Daniel Kapitel 11. Israel wird also der Hauptschauplatz sein in der Apokalypse, im Dritten Weltkrieg und so weiter. Israel wird durch die komplette Drangsal, durch die apokalyptischen Gerichte gehen, aber Israel wird bewahrt werden. Der Herr Jesus wird Israel bewahren. Ein Drittel wird übrig bleiben, der letzte Drittel. Zwei Drittel werden umgebracht. Sacharja 13, Vers 8. Und dann kommt der Herr Jesus zurück mit uns allen vom Himmel, um Israel zu erretten aus den Fängen des Feindes und das tausendjährige Friedensreich, das messianische Reich, was Gott seinem Volk verheißen hat, als König.
König der Welt, der Herr Jesus, wird dann herrschen über Israel. Und es kommt zu 1000 Jahre Frieden. Das ist der Ablauf der Prophetie. Aber die nächste prophetische, das nächste prophetische Ereignis ist eben die Entrückung der Gläubigen im Herrn Jesus Christus. Der Herr Jesus holt seine Braut selber ab, persönlich. Zur Entrückung Zeit der Menschheitsgeschichte. Kriege, Hungersnöte, Panik, Seuchen, Bürgerkriege, fürchterlich, fürchterliche Zeiten. Dass, wie gesagt, dass am Ende erstmal dieser apokalyptischen Takt schon bereits ein Viertel der Menschheit tot ist. Das bedeutet heute und das Takt. Was muss man sich mal vorstellen? Also von der Dimension her, 2 Milliarden Menschen, was das bedeutet. Im Zweiten Weltkrieg sind ja 60 Millionen Menschen ums Leben gekommen. Das war der Zweite Weltkrieg. 60 Millionen bis 70 Millionen Menschen. Aber hier reden wir von 2 Milliarden. Der Mensch mal einmal sich mal kurz vorstellen. Ja. Also es wird schrecklich werden, sehr, sehr schrecklich. Aber ein Gutes hat es, ja, wenn der Herr diese Erde zerschlägt, die Menschheit eben ganz, ganz schwere Zeiten haben werden, ganz schwer leiden werden, damit da wird auch wieder viele, viele Leute eben sich zum Herrn Jesus bekehren in dieser schlimmen Zeit, weil eben der Herr ihnen das Leben so schwer macht, dass sie keine Freude mehr hier haben auf dieser Erde, an diesem Leben, so dass sie dann lockerer und besser loslassen können von diesem Leben und sich zu Gott bekehren. Ja, weil das Leben sich ja nicht mehr hier lohnt und sie können sich nicht mehr durch Spaß von Gott ablenken. Du siehst ja diese Spaßgesellschaft, die von morgens bis abends auf der Suche nach Spaß ist, um sich von der Wahrheit abzulenken. Von der unangenehmen Wahrheit, von Gott abzulenken. Und deswegen macht der Herr Jesus diese Türe dicht in der Apokalypse. Der Mensch hat überhaupt keine Freude mehr am Leben, der möchte am liebsten sterben. Ja, und das führt dazu, dass eben viele Menschen zum Herrn Jesus finden. Ja, Offenbarung Kapitel 6. Hallo Bruder, das war Gottes Segen. Hallo Bruder, Gottes Segen. Gut, und wer? Ja, mir geht's gut, dank dem Herrn Jesus. Alhamdulillah. Ja, ich habe hier ein bisschen die Kommentare beobachtet, ne? Ja. Und da gibt's hier so einige, die hier TikTok betreiben und leugnen die Gottheit des Herrn Jesus Christus nennen. Das sind ja die größten Ehrlehrer, die Gottheit des Herrn Jesus leugnen. Das musst du dir mal reinziehen. Wer ist das denn? Hast du ein paar Namen? Ja, aber vielleicht sind das ja Muslime. Was? Wenn das Muslime nein. sind, dann dürfen die drin bleiben. Wenn das aber nein, sich nein, Christen, das sind, nein, das sind Christen. Nein, das sind Christen. Nein, 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 die machen auch Videos so. Die machen richtige Videos, gehen auch live, aber leugnen halt die Gottheit des Herrn Jesus, ne? Ja, sag mal einen Namen, was du jetzt gesehen hast. Ja, warte, ich muss Kommentare wieder hochmachen. Soll er bitte noch mal reinschreiben jetzt? Ich habe den auf jeden Fall auch bei mir blockiert. Ja. Ich hol alle hoch. Kommt alle rein. Alle, alle. Wie geht's dir, Amir? Hey, danke. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Haben bitte alle rein gut, mit danke. Euch. Alle rein in deinen Kopf. Daniel? Alle rein in den Irrenanstalt. Die Pfleger kommen auch gleich rein. Die Pfleger werden euch dann gleich mit reinholen, alle. Und wieder rausnehmen. Noch mal, Chef der Budi, auch noch rein, Chef der Budi. Alle rein. Salami mit Bacon. Daniel. Da, warte mal ganz kurz, Daniel. Salami und Salat auch auf ja, dich. Bitte. Viel, viel Salami und Salat. Bist du nicht der, der gesagt hat, dass Reza ein Satanist ist? Bist du das gewesen, der das gesagt hat? Wer hat meinen Bruder als Satanisten abgestempelt? Nein, nein, nein. Also ich mache, um ehrlich zu sein, bin ich ja seit kurzem in TikTok. Also Livestream, ich weiß nicht. Ah, du warst es nicht. Okay, weil da war auch einer, Daniel, mit polnischer Flagge, der hat
Reza als Hardcore-Satan, also dass er ein Satanist ist, dass er ein dämonisch besessen wäre. Achso, okay. Oh Mann, Leute. Amir, weißt du, was ich machen wollte? Vorhin war doch ein Albaner kurz da. Ja. Ich wollte ihm nur ganz kurz zeigen, was sein eigener Glaubensbruder zu den Albanern sagt. Guck mal. Du musst mich nicht mal groß machen, er soll nur hören. Warte. Ich mach kurz hier diese verfluchte Kamera an, warte. Diese Kamera, warte. Wo kommst du, Truck Warren? Drehen, du. Das ist eine gute Baustelle. Bruder, warum dreht das die Kamera nicht? Das ist immer voll komisch, dass er die Kamera nicht dreht. Warte. Zack. Ah, ich habe Kamera ausgemacht, deswegen jetzt. Ha, jetzt haben wir's. So, Lole. So, hörst du bitte, was sagt deine eigene islamische Bruder zu deinen Albanien? Ach so, ja, stimmt. Ja, ja, guck mal hier, was der da sagt. Ja, ja. Der hat das auch erkannt. Und den, wie viele Flügel hat er? 26 Flügel. Hat eine Bedeutung. Und eine Bedeutung, die nicht gerade gegen den Islam ist, sondern gegen den Islam. Dieser Adler mit den zwei Köpfen und den 26 Flügeln bedeutet 26 Jahre die Muslime. Man hört nichts. Der jahrelang gegen die Muslime gekämpft hat, gegen die Osmanen. Und den, wie viele Flügel hat er? 26 Flügel. Hat eine Bedeutung. Und eine Bedeutung, die nicht gerade für den Islam. Dieser Skander Bey, den manche Albaner und muslimische Albaner feiern, war ein Tahut, ein Käfer, ein Feind des Islam, der jahrelang gegen bei dieser Adler. Stimmt es? Bruder hat es gehängt. Oh, ja, so ein bisschen, aber ich hab's gehört. Hängt? Warte, ich geh von andere Handy ran. Warte, ich geh andere Handy rein. Wie viele Handys habt ihr denn alle? Oh, diese kaputte Handy, geh raus jetzt. Warte. Cousin TV. Sing TV. Eine Frage. Nichts muss nehmen. Es kann doch nicht sein, dass es so heftig hängt, ja? Meine Güte. Das ist der, dieser albanische Handy halt, ne?
Zugriff. Warte, Bruder, ich muss noch mal raus und rein, weil das zeigt Kamera nicht an. Warte ganz kurz. Was wollte er jetzt zeigen? Ja, wie der eine Moslem da über die albanische Flagge redet und er das auch erklärt, die 26 Flügel des Doppelkopfadlers. Ah, okay. Die stehen ja, die haben eine Bedeutung und diese Bedeutung ist gerade nicht eine schöne Bedeutung für den Islam, weil die Albaner sich ja zur Wehr gesetzt haben gegenüber den Osmanen und sie Krieg geführt haben gegen die Muslime. Also die Albaner, die Muslime sind, das kann man ja auch nicht begreifen, so, ne, dass ihre Vorfahren gegen die Muslime gekämpft haben und sie auf einmal heute sagen, Alhamdulillah, ich bin Muslim. Das ist auch voll paradox, ne? Das ist unglaublich. Ja. Ja, der ganze Nationalstolz und so. Schlimm. Aber Bruder Amir, ja. Ich finde den Vers sehr, sehr heftig, diesen einen Vers, wenn du denn nach Hause kommst, dann musst du doch Dings, da muss doch deine Frau den Mann, die Dings da zur Verfügung stellen, die Busen, TikTok sportlich. Ja, das ist doch dein, das ist doch dein richtig Islam ausleben, verstehe ich das richtig? Ja, das befand sich auch im Koran drin, das zehnmalige Brustsaugen eines Erwachsenen. Wurde durch fünf abrogiert. Heute finden wir weder die fünf noch die zehn, ja. Haben die Muslime rausgeholt. Ja, aber jetzt stell dir das mal vor, wie das aussieht, wenn du da sitzt und da saugt da so ein Typ wie so zum Wahnsinniger dran und du stehst dann wie jetzt ohne Bild. Da siehst du mal, mit was für einer Religion wirst du tun haben. Als würden die Muslime erlauben, dass ein anderer Mann an die Brüste seiner Frau nuckeln darf. Das ist ja der Wahnsinn, Mann. So krank. Aber warum dürften die noch mal keinen schwarzen Hund haben? Da gab es auch noch mal was. Weil der schwarze Hund als unrein gilt. Ja, ja, stimmt. Weil der schwarze Hund ein Teufel ist. Ja, 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 genau. Heftig, heftig. Dann so Berge, 7 Kilometer, ne? 7 Kilometer Asanat-Berge weg, ja, genau. Weißt du, wie mir ein Moslem mal das Gericht beschrieben hat? Ich musste mich umdrehen, ich konnte nicht mehr, aber ich wollte nicht respektlos sein. Ich sagte, beschreib mal das Gericht und so. Er sagt so, also, ja, beim jüngsten Gericht, da wird die Ameise gegen dich aussagen, weil du auf die draufgetreten bist, weil sie will ihr Hack haben. Und ich musste so, dachte mir sowas. Weißt du, Amir? Er sagt so, die Ameise, die du da zertreten hast, sie will ihr Hack haben, ihr Recht haben vor Allah, weißt du? Und ich dachte mir, was erzählst du da? Ja, und auch die ganzen Pflanzen, die du zertreten hast, die werden Aussage gegen dich. Und dann wird ein Engel kommen und das bestätigen. Und was kannst du eigentlich dazu nochmal sagen? Stimmt das? Das funktioniert das ja nicht normal, dass das ganze Zeit hängt, ey. Die TikTok-Jihad ist nicht normal. Technik-Jihad. Wow, okay. Oh, laut. Nee, das bin ich nicht. Reza, Bruder, bist du das? Wie bitte? Bist du das? Bei dir im Hintergrund voll laut? Nee, ich bin das nicht. Wenn das nicht Reza ist, wer ist das dann? Aber du kannst das ja mal zeigen, vielleicht sehen die das, oder? Ich lass einfach laufen.
alle sagen Razer, Razer, Razer. Egal. Lass mal einfach laufen. Wenn man es hört, dann hört man es. Wenn nicht, dann Pech gehabt. Dann müssen wir einfach auf Kanal gehen und abspielen. Also los geht's. Der Adler mit den zwei Köpfen und den. Wie viele Flügel? 26 Flügel. So laut. Eine Bedeutung. Jetzt. Weil dieser Adler mit den zwei Köpfen und den. Wie viele Flügel hat er? 26 Flügel. Hat eine Bedeutung. Und eine Bedeutung, die nicht gerade für den Islam ist, sondern gegen den Islam. Dieser Adler mit den zwei Köpfen und den 26 Flügeln bedeutet 26 Jahre Widerstand gegen die Muslime. Dieser Skander Day, den manche Albaner, muslimische Albaner, feiern, war ein Favorit, ein Kerkel, ein Feind des Islam, der jahrelang gegen die Muslime gekämpft hat, gegen die Osmanen. Weil dieser Adler mit den zwei Köpfen und den. Ich weiß jetzt nicht, wie viele ihr gehört habt, aber es war die ganze Zeit schon ziemlich laut im Hintergrund. 28 habe ich gehört. Irgendwas mit 28 Jahre Widerstand. 26, aber daran merkt man, dass es ziemlich laut im Hintergrund war, dass man nichts gehört hat. Das war schon bei dir ziemlich laut im Hintergrund, deswegen hat man nichts gehört. Kannst du dich nicht kurz stummen, Laser, Bruder? Ah, jetzt perfekt. Also, lass mal, jetzt kann man bestimmt perfekt hören. Sagst du mal, Amir, ob Sound gut ist? Wie viele Flügel hat er? 26 Flügel. Sound gut? Ja. Ist leise. Und eine also Bedeutung, die nicht gerade für den Islam ist, sondern gegen den Islam. Ja, jetzt. Dieser Adler mit den zwei Köpfen und den 26 Flügeln bedeutet 26 Jahre Widerstand gegen dieser Skander Day, den manche Albaner und muslimische Albaner feiern, war ein Tarut, ein Käfer, ein Feind des Islam, der jahrelang gegen die Muslime gekämpft hat, gegen die Osmanen. Weil dieser Adler mit den zwei Köpfen und den. Na, jetzt beginnt's von vorne. 26 Flügel hat eine Bedeutung. Ja, jetzt beginnt's von vorne. Und eine. Also, die albanische Flagge hat eine Bedeutung. 26 Jahre lang Krieg von Skanderbeg gegen die Muslime, dass er sich gewehrt hat. Und dass die Muslime heutzutage, die wo gleichzeitig Skanderbeg feiern, dass die keine Ahnung haben von ihrer Geschichte. Und dass Skanderbeg ein Tarut war, also ein Feind des Islams und ein Käfer. Jetzt bringt es mal einen Albaner bei. Ja, die wollen es ja nicht wahrhaben, das ist ja das Problem. Oder Arno, die hätten ja damals, hätte der Herr seine schützende Hand nicht da über uns gehabt, dann wäre ja heute komplett Europa islamisiert. Die standen ja schon bei Frankreich. Ja, auf jeden Fall. Spanien. Das war ja komplett alles. Sogar Griechenland. Kennst du die Geschichte da mit Griechenland, was sie da den Griechen angetan haben? Ja, natürlich. Heftig, ne? Ich war geschockt, als ich das gehört habe. Das war richtig krass, die Geschichte, was sie da erzählt haben, da in Griechenland und so, wo sie da. Das ist schon heftig. Ja, normal, Bruder. Schau doch, von wo Atatürk kommt. Atatürk kommt aus Griechenland. Wie bitte? Ja, schau doch mal die Geschichte. Atatürk ist ein Grieche. Ja, ist heftig. Deswegen nennen die ihn auch Atatürk. Weil er gegen den Islam gekämpft hat. Atatürk. Ja, ich nenne den so, Atatürk. Die sagen ja nicht mal sein Grab, also die Erde hat ihn akzeptiert, sagen die. So ein Schwachsinn. Unfassbar. Amir, du hast mal eine richtig gute Dokumentation gezeigt. Amir, du hast mal eine richtig heftige Dokumentation gezeigt. Das war in Afrika mit diesem Sklaverei-Treiben. Ja. Das hast du in deinen Film eingeblendet. Ich habe mir das angeschaut. Unmöglich. Unfassbar. Das ist ja gar nicht. Ein Afrikaner, der sich für den Islam entschieden hat, ich weiß nicht, was hier oben bei dem abgeht, ehrlich. Das, was sie denen angetan haben, ne? Unmöglich.
Das kann man sich gar nicht vorstellen, diese Erniedrigung. Ja. Ja, sag ich das nochmal. Speaker's Corner auch. Da ist ein Afrikaner, der debattiert gegen einen anderen Afrikaner, der wo Christ ist. Also ein afrikanischer Christ debattiert gegen einen afrikanischen Moslem. Der afrikanische Christ sagt zu dem afrikanischen Moslem, wie kannst du nur Moslem sein, Bruder? Die haben uns versklavt. Und der afrikanische Moslem sagt, nein, Bruder, wir waren nicht versklavt, wir haben nur gedient. Ja, so kann man sich auch schön reden, ey. Ich hab mich nicht mehr gekriegt, Bruder, Wallah, ich hab mich nicht mehr gekriegt. Ich sag immer noch Wallah, nicht normal. Ja, das ist traurig, ne? Jetzt ist mein Bruder die ganze Zeit stumm. Alles wegen Scherz der Bodi. Alles wegen Scherz der Bodi. Aber auch, was sie den kurdischen Volk angetan haben, ne? Das ist auch ja, tagtäglich, ne? Also, der Islam hat nichts anderes als nur Leid hinterlassen. Hier in Europa erfahren sie so, dass die Muslime so zivilisiert werden. Sich ist so gewalttätig und so gewaltbereit, das ist unfassbar. Bruder, weißt du, wie viel Angst die ISIS-Kämpfer Angst hatten, von einer kurdischen Frau getötet zu werden? Ja, das weiß ich. Weißt du, warum aber auch? Weil das in ihrer Theologie heißt, dass wenn du von einer Frau getötet wirst, dass du nicht ins Paradies gehen darfst. Echt jetzt? So kaputt, so krank. Der Wahnsinn, ey. Der Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, gell? Ja, es ist echt heftig. Respekt an jede jesidische Frau und an jede unsere Freiheit verteidigt haben, sogar mehr Eier gehabt haben als manche Männer. Aber echt, ja, da haben wir ja schreckliche Bilder gesehen, ne, von abgeschnittenen Köpfen von den Frauen. Ne, unglaublich. Ja, die armen Frauen, ja. Kennst du diese eine Doku, die ist auf Englisch, Amir, aber mit deutschem Titel, da wo alles begangen hat, wo sie dann da einmarschiert sind, wie sie da gelebt haben. Die haben die Kinder interviewt, ne? Du weißt gar nicht, was die Kinder gesagt haben. Das war unfassbar. Was willst du denn werden, sagen die Kinder? Und die sagen alle, ich will Mujahidi, also dieses Mujahidi. Mujahidi. Ja, Mujahidin. Was ist ein Traum? 7-jährige Kinder haben das gesagt. Und die hatten so, das ist unfassbar. Das geht doch 7 Minuten lang, gell? Nee, das geht eine Stunde. Eine Stunde und 10 Minuten. Weil ich habe das beste Interview, das geführt wurde über den Islamischen Staat, war von Wise News. V-I-C-E, Wise News. Das war die absolut heftigste Dokumentation über den Islamischen Staat. Das war das erste Kamerateam, das überhaupt den Islamischen Staat bereisen durfte und filmen durfte und den Alltag dort und alles Mögliche. Ne? Dagegen ist diese Dokumentation von Todenhöfer im Kindergarten. Wie heißt die von Wise News, Brother? Einfach nur eingeben Wise News Islamic State. Dann siehst du das schon. Das ist so heftig. Du musst dir mal vorstellen, sind die so rumgelaufen, haben sie so Patrouille gemacht. Und dann haben die erstmal alles, was so westlich ist, was so die Europäer benutzen, das wurde direkt eliminiert. Alles, musst du dir mal vorstellen. Oh Mann. Aber ich hab's schon. Hast du? Ja. Viele. Es gibt ja, aber eins mit über Millionen von Aufrufen. Nee, ich habe gar nichts von YouTube. Alles ist von videoweiß.com. Videoweiß.com. So. Ja, auf YouTube musst du klicken, ne? Und dann Islamic State, Wise News. Das wird schon das Richtige sein, Bro. Das hat auf jeden Fall eine sehr große Aufrufzahl, ne?
Finde schon, ich finde schon. So, kopieren, alles klar. Alles klar. Kennst du das Video von Michael Stürzenberger, wo er mit diesem Typen von mit dem der Typ, der Glatze hat, mit ihm redet und wo er dann sagt, willst du mich enthaupten? Und wo er sagt, ja, gib mir doch ein Messer und dann mache ich das. Da haben wir. Ja, kenne ich, ja. Heftig, ne? Einfach so und die Leute, das ist so heftig. Es ist der Harun, der wo ein halbes Jahr später auch tatsächlich bei mir ist, war. Genau der, genau den meine ich, genau. Ja, war der da? Ja, die Polizei hat gesagt, Michael Stürzenberger wollte Anzeige machen und die Polizei... Nicht der Haru, das ist ein ganz lieber, den kennen wir. Halbes Jahr später war der bei Yes. Ja, nur der Herr Jesus kann freimachen. Keine Religion, nur der Herr Jesus kann freimachen. Er kann dir ein neues Herz geben. Du musst dich beschneiden lassen im Herzen und den Herrn Jesus annehmen. Dein Allah wird dir keinen Frieden geben. Allah kann dich nicht retten. Ihr müsst den Herrn Jesus Christus euer Leben geben. Das ist keine billige Gnade, das ist eine teure Gnade. Ihr seid teuer erkauft worden. Deswegen, Muslime, macht euch mal darüber Gedanken, was ist das eigentlich für ein Himmel? Meint ihr das wirklich ernst? Da ist sogar New Hefner neidisch auf euch. Jetzt ehrlich, Leute, das ist doch kein Himmel. Nein, ehrlich, mit allem Respekt, was ist das bitte für eine Vorstellung von Himmel? Wacht auf, macht euch Gedanken und geht mal auf eure Knie und fragt doch mal, wer bist du denn, Gott? Zeig dich mir, Gott. Aber nein, das ist eure eigene Schuld, wenn ihr verloren geht. Bruder, Paradies für jeden Pedo. Hallo? Wer ist dazu gestoßen? Hi. Oh je, den kenne ich. Hi, grüß euch. Grüß dich, Gott segne dich und deine Familie. Was heißt, den kenne ich, oh je. Warum hast du Angst, Shiri Abuti? Weil jetzt Wahrheiten kommen? Weil jetzt Wahrheiten kommen, haben wir Angst. Ja, doch keine Angst vor Wahrheit. Oh je, den kenne ich. Oh je, den kenne ich. Warum macht ihr euch lustig? Guck mal, warum macht ihr euch lustig über das Bild des Paradieses? Wollt ihr Männer haben? Also nein, ernsthafte Frage. Dich. Wollt ihr lieber ich Männer als Frauen dich. Haben? Ich bitte Hugh Hefner ist neidisch. Ich bitte dich, wenn Gott wie ein Zuhälter verspricht, dass Frauen mit schwellenden Busen auf uns im Himmelreich warten und unser PNIS so dick wie eine Palme und endlos lang gemacht wird und wir unsere eigenen Familienmitglieder auseinandernehmen können, da haben wir einen erheblichen Zweifel an diesem Gott. Was ist das für ein Gott? Ja. Dass das, guck mal, dieses eigene Familienmitglieder, ne? Reden, dann lass uns ich will jetzt nicht reden. Wieder mit... Ja, dann fang aber an und komm hier nicht mit Scheinargumente, die du studiert hast von irgendwelchen Christian Prince. Die sind doch schon widerlegt worden. Wo soll es Inzucht? Zeig mir jetzt eine Koranstelle, die Inzucht befürwortet. Ich zeig dir aus der Bibel. Moment mal, aus der Bibel. Polygamie. Ist das nicht erlaubt? Ist das bei euch nicht erlaubt? Polygamie. Antworte. Bring die Wahrheit jetzt raus. Ist die Polygamie nicht beim Christentum erlaubt? Antworte. Merkst du, der hört mir gar nicht zu. Merkst du, ich muss schreien. Ich muss die ganze Zeit schreien, damit er mich hört. Ja. Einer nach dem anderen. Ich bin Moderator. Schreit nicht. Einer nach dem anderen. Bitteschön. Der hat gefragt, wo im Koran steht, dass man so Inzest betreiben darf. Und da habe ich den Gedanken zu 25, Vers 54, Tafsir al-Qurtubi. Und al-Qurtubi sagt, dass Allah das nicht erwähnt hat in Sure 4,23, dass wenn er ein Mann ungehorsam gegenüber Allah wird und aus Unzucht heraus ein Kind entsteht, dann sagen die Gelehrten, dass es islamrechtlich nicht sein Kind ist. Er darf sowohl mit der Frau als auch mit der Tochter, mit dem gezeugten Kind, SEX haben. Genau. Größte Lüge. Größte Lüge. Größte Lüge. Größte Lüge. Okay, warte. Größte Lüge. Okay, einfach.
Aber ist auch nicht schlimm, weil ihr habt ja auch einen Danny hier. Der Danny, der einen auf, ich mache Aufklärung in Richtung mit 666 und ein Augensymbol macht. Aber gerade erwähnt er Hugh Hefner. Gerade erwähnt er Hugh Hefner. Hallo, er mischt uns doch gar nicht ein. Warte mal. Wir müssen das Ganze mal direkt direkt mal 1:1 lesen. Damit es da auch keine Verwirrung mehr gibt, weil die Muslime betiteln uns ja immer als Lügner und Lügner und Lügner. Ich kann es nicht mehr hören mit diesen Lügner. Es befindet sich 1:1 in ihren Quellen drin, dann sagen sie zu uns Lügner. Das ist unfassbar. Guck, ich bin ganz neutral bisher. Ich sag, bring die Quelle, bring deine Beweise. Ich bin auf keine seiner Seite, ich sag nur, bring Beweise. Bring me your proof, when you are truthful. Yes, bring deine Beweise und danach... Welche Beweise? Sheikh Yabuti, Sheikh Yabuti, darf ich dich was fragen? Bist du Kurde? Warte, bist du vielleicht Kurde? Nicht ablenken, hallo, nicht ablenken. Warte, Mohammed, bitte. Warte, ich möchte mich auch beruhigen. Es bringt ja nicht die ganze Zeit so zu schreien. Nein, weil es gibt jüdische Kurden. Es gibt jüdische Kurden. Es gibt jüdische Kurden. Ich will wissen, mit wem ich es hier zu tun habe. Bist du ein jüdischer Kurde? Dann kann man mit dem anderen weitermachen, Mann. Mohammed, bitte warte. Du hast eine Frage gehabt. Du hast gesagt, er lügt. Und jetzt muss er es beweisen. Er ist in der Beweispflicht. Also zeigt er es dir jetzt. Er findet doch seit 5 Minuten, er sucht, er findet nichts. Ja, lass ihn. Müsst ihr das noch photoshoppen? Müsst ihr das noch photoshoppen oder was müsst ihr da machen? Photoshop? Ja, ja, das ein bisschen. Du hast doch danach verlangt. Ich werde das so in dein Buch hineinzaubern. So, hörst du zu? Zeig mir das Photoshop-Bild. Hörst du zu? Ja, zeig mir das. Schreib es dir bitte auf und alle Muslime hier in diesem Chat. Sagen Quelle ganz langsam, Bruder. Ich poste das hier rein. Tafsir al-Qurtubi, Band 13. Band 13. Seite 58. Seite 58. Alexa, antworte. Kannst du das bitte anpinnen? Mein Kommentar. Macht denn das nicht oder was? Spaghetti drin sind? Naja. Sie kann das nicht anpinnen, Amir, weil die zu viele Gäste drin sind. Kann das sein? Das weiß ich doch nicht. Keine Ahnung. Sie kann das doch anpinnen oder was? Nee, kann sie nicht. Ja, auf jeden Fall. Ihr seht ja, ich habe es ja hingeschrieben. Tafsir al-Qurtubi. Band 13, Seite 58. Achtung, ich zitiere. In Bezug auf Allahs Aussage und Allah ist es, der aus Wasser Sperma den Menschen erschafft und ihm nur durch Heirat die Abstammung durch Blutsverwandtschaft gibt, sagte Ibn al-Arabi, ein Riesenname ist das. Abstammung ist ein Ausdruck, der sich auf die Vereinigung der Flüssigkeiten von Mann und Frau aus Sicht des islamischen Rechtsgesetzes bezieht. Wenn diese Vereinigung jedoch durch Ungehorsam Unzucht geschieht, dann wird das resultierende Kind nicht als Teil der betrachtet. Deshalb sind Töchter, die aus Unzucht geboren werden, nicht in dem Vers enthalten, in dem Allah sagt, Sure 4, 23, verboten sind euch eure Mütter und eure Töchter.
denn sie sind gemäß der vertrauenswürdigsten Lehren unserer islamischen Gelehrten und den authentischen Lehren unserer Religion nicht als Töchter zu betrachten. Sollte keine rechtlich gültige Abstammung bestehen, dann besteht keine rechtskräftige Blutsverwandtschaft, denn Ehebruch verbietet dem Mann weder SEX mit der von ihm gezeugten Tochter der Mutter, mit der er Ehebruch begangen hat, noch mit der Mutter dieser Tochter. Das ist so, weil das, was durch einen Rechtsakt verboten ist, nicht aufgrund der Sünde verboten ist. Allah hat seinen Sklaven die Abstammung und die Vereinigung im Rahmen der Ehe zum Geschenk gemacht und diese Art der Vereinigung besonders geehrt. Allah hat auch Gesetze gegeben, die uns zeigen, was erlaubt und was verboten ist. Unter diesen Gesetzen ist ebenfalls nicht alles gleich. Falschheit kann kein Teil des Gesetzes sein. Da hast du's. Okay. Jetzt, richtig, Mohammed, richtig. Jetzt, es widerlegt das, was du behauptest. Es widerlegt das, was du behauptest. Kann ich dir ganz kurz eine Deutschkursstunde geben? Ja, du kannst gerne. Vielleicht kannst du ja nicht diese Sätze. Kannst du bitte erklären, wie er sich selbst widerlegt hat? Du hast es doch gerade gehört, er hat es doch vorgelesen. Es besagt lediglich nur, dass das, was man im Glauben hat, dass man quasi nicht durch Blutsverwandtschaft mit einem Rechtens besitzt, es wird doch widerlegt. Er hat es doch gerade selbst vorgelesen, nur das Verständnis von einigen ist bewusst falsch gelenkt. Ihr versucht es immer wieder mit Schandargumenten. Fakt ist, ihr könnt es niemals. Ihr widerlegt euch gerade selber. Ibn al-Arabi, guck mal, ich werde schon gleich wieder ausflippen. Ibn al-Arabi sprach, dass der Vers, Sure 423, nicht in diesem Vers vereinigt ist, weil wenn du unzüchtig wirst, wirst ja Allah auch in dem Akt auch untreu. Und wenn du aus Unzucht heraus ein Kind entsteht, so, Amir, das heißt, ist dies nicht ein Teil deiner Abstammung. Sie betrachten das nicht als Amir, als du Teil machst deiner dich aber jetzt gerade noch mal lächerlich. Weißt du warum? Weißt du warum? Weil du. Du sagst gerade, du räumst mir gerade irgendwo recht ein. Du sagst, ja, aber der Vers ist ja frei. Moment mal. Leute, bevor ihr ausrastet, darf ich vielleicht mal ganz kurz hier intervenieren? Bitte nicht in Euphorie ausbrechen. Also, ich bin jetzt hier wirklich unparteiisch. Ich bin kein Arschloch oder so. Ich bin jetzt wirklich unparteiisch. Das, was ich daraus jetzt höre, was Amir sagt, ist Folgendes. Ein Kind, das aus Unzucht entstanden ist, hat somit keine Blutsverwandtschaft zu dem Erzeuger. Deswegen darf er mit diesem Mädchen, sogar auch mit der Frau, eine sexuelle Partnerschaft eingehen. Das ist laut mehreren Gelehrten so ausgelegt. Es ist mir nicht egal. Warte, was ist deine Aussage dann? Meine Aussage ist eine ganz klare. Der Primärquelle des Korans findest du niemals eine Erlaubnis dafür. Wir reden hier von der Primärquelle, die Konsens. Schon, der rafft das schon wieder nicht. Erlaubt es absolut nicht. Er rafft es schon wieder nicht. Warte mal. Nach deiner Logik könnte ich ja jetzt auch die Apokryphen, oder? Dir zitieren, Amir, einige Passagen. Amir. Ja. Ist das richtig? Gibt es da irgendwie so eine Takia-Schule, wo man so speziell ausgebildet wird? Ich denke, der rafft noch nicht mal, dass ich gerade. Was für Takia? Habibi, Sinanji. Guck mal, lass es doch die Männer reden. Sinanji ist ein Iraner, ne? Er ist Schiite, richtig? Richtig? Er fasst doch die kleinen Mädchen an. Du vertauschst, glaube ich, hier Schiiten mit Sunniten. Zeig ihnen deine Quellen, deine eigenen Quellen. Deine Eltern sind Schiiten. Schäm dich, du bist ein Heuchler. Merkst du, die sind so ausgebildet für Takia. Die sind so ausgebildet. So, ich habe das Gefühl, die sind so speziell. Da gibt's so spezielle, da wo die sich treffen und dann gibt's da so, wo die dann so ausgebildet werden. Immer die gleichen Fragen, so wie so eine Schlange, die sich wenden. Ja, guck mal, war mal ganz kurz, aber ey. Das kann nicht wahr sein. Mal ganz kurz, Bruder. Mohammed, ich wäre ganz, ganz vorsichtig mit diesen Aussagen mit Sinanji, weil der schickt gerade Anzeigen raus in Höhe von 2000 Euro, kriegen die Leute immer per Strafe reingedrückt. Mach solche Aussagen nicht im Internet, weil der zeigt jeden an, das sind 2000 Euro, das ist nicht wenig Geld, Bruder. Ich mein's nur gut mit dir, mach solche Aussagen nicht im Internet. Wenn du nicht willst, dass dich 2000 Euro treffen, mach solche Aussagen nicht im Internet. Aber die Frage, Amir,
Die Frage du bleibt zeigst den, bestehen. Zeigst den was? Nein. Du zeigst den was immer wieder diese Gleit. Es ist immer das Gleiche. Und Russe. Ja, weil die werden ausgebildet. Ich habe das Gefühl, die werden dafür ausgebildet, Armin. Glaub mir, irgendwie habe ich das Gefühl, die sind so, die drehen sich, so wie Imam TV. Siehst du doch auch, wie die genau wissen, wann die lügen können. Genau, wann die täuschen können. Genau ab jetzt können wir ihn täuschen. Wie ist der jetzt aus Sinanji gekommen? Ja, wegen Schiiten. Und die Schiiten haben ja wegen Khomeini da in seinem Buch die Anweisung oder beziehungsweise die Erlaubnis, dass man mit einem Baby da Schenkelverkehr durchführen kann. Irgendwas über seine Religion weiß. Nein, natürlich nicht, aber du merkst, wie er sich dermaßen wehrt dagegen, dass der Koran und die Gelehrten, die Ulama des Islams sagen, ja, in Sure 25, Vers 4, sagt Allah in Bezug auf die Aussage, und er, Allah, ist es, der aus Wasser den Menschen erschafft und ihm nur durch Heirat die Abstammung durch Blutsverwandtschaft gibt. Also da sagt er schon. Und dann sagt er eben Al-Arabi, Abstammung ist aus Sicht des islamischen Rechtsgesetzes bezieht. Wenn genau. Diese Vereinigung, und jetzt guck mal, jetzt kommt die Ausnahme, wenn diese Vereinigung jedoch durch Ungehorsam, also wenn der Mu'min, wenn der Muslim ungehorsam gegenüber Allah ist und Unzucht begeht, dann genau. Wird das resultierende Kind nicht als Teil der wahren Abstammung gesehen. Seht ihr? Ist so. Ich eindeutig, man muss behindert im Schädel sein, das nicht zu verstehen. Lass ja, ist so. Es ist tatsächlich so. Es ist tatsächlich so. Leider. Es ist leider tatsächlich so. Weiter heißt es, das resultierende Kind nicht als Teil der wahren Abstammung einer Person betrachtet. Deshalb sind Töchter, die aus Unzucht geboren werden, seht ihr die Ausnahme, wenn du also Allah ungehorsam wirst und unzüchtig wirst und daraus ein Kind entsteht, so sieht der Islam das nicht als Teil deiner Abstammung und macht somit eine Ausnahme. Und jetzt heißt es weiter, in Sure 4,23 verboten sind euch eigentlich eure Töchter und Mütter und die islamischen Gelehrten und unsere islamischen Gelehrten und den authentischen Lehren unserer Religion nicht als Töchter zu betrachten. Sollte keine rechtlich gültige Abstammung bestehen, dann besteht keine rechtskräftige Blutsverwandtschaft. Denn Ehebruch verbietet dem Mann weder Sex mit der von ihm gezeugten Tochter der Mutter, mit der Ehebruch begangen. Seht ihr? Ja. Und das wollen die Muslime partout nicht verstehen, weil sie den Tafsir nicht aufschlagen. Sie schämen sich in Grund und Boden, Mann. Nee, ich weiß, das ist echt nicht normal. Ich verstehe es. Wenn du dich dafür schämst, Mann, dann verlass doch einfach diese Religion, ey, wirklich. Du merkst doch selber, dass du es nicht verteidigen kannst, Mann. Verlass doch einfach. Wer kann denn sowas verteidigen, Mann? Ja. Wenn das so eine Geschichte ist, die erzählt wird, zum Beispiel in der Bibel, wie Lot, dass das kein Befehl von Gott war und wir dann sehen, dass da was passiert ist anhand einer Geschichte, aber wir auf der anderen Seite dann sehen, dass zum Beispiel der Allah dann sowas dann auch erlaubt und das als nicht Teil seiner Abstammung betrachtet, das ist der Wahnsinn. Natürlich ist das sein Kind. Das ist ein Riesenfehler, Mann. Natürlich. Der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ja, es hört ja nicht mal dort auf, der Wahnsinn hört ja nicht mal dort auf. Es fängt ja dort erst an, gefühlt fängt es ja dort erst an, ey. Oh Mann. Unfassbar. Komm wieder rein. Ja, ist ja noch da, ja. Ja, der guckt, der ist hier drin. Oh, ich hab den Einladung geschickt. Ja, oh mein. Wie kann das sein? Mohammed. So, bleib beim Thema, Mohammed. Hast du das jetzt begriffen? Aber Mohammed, hast du das jetzt begriffen? Aber nur, wenn ihr ehrlich bleibt. Nur, wenn ihr ehrlich bleibt. Oh. Kein Sinanji, gar nichts. Bleib beim Thema. Hast du das begriffen, was der Ibn al-Arabi dir gerade versucht zu erklären? Was heißt begriffen? Du hast. Ja, hast du es verstanden? Guck mal, Amir. Egal wie du es drehst und wendest,
Der Islam kennt keine Inzucht. Du kannst das niemals, du kannst das auch nicht mit solchen Sachen. Du musst dir vorstellen, du suchst selektiv Quellen aus, die genau das sagen, was du haben willst. Ja, aber es steht doch in Zuge 54. Okay, wenn in den Apokryphen steht, dass ihr auch Inzucht betreiben dürft. Das kann folgt ihr den Apokryphen? Das befindet sich im Koran in Sure 25, Vers 54 drin. Du verstehst den Vers falsch? Ich hab den Tafsir zitiert, das kann doch nicht wahr sein, Mann. Das ist doch nicht mehr normal. Vielleicht aus Deutschland raus da. Der wandert jetzt aus. Der lässt den Wagen stehen und läuft einfach aus Deutschland raus, nach Belgien. Okay, guck mal, Rizza, ich will dich eigentlich fragen. Rizza, ja. Du bist immer ehrlich. Ich versuche es. Ihr kommt ja immer an, dass bei uns das und das existiert. Aber ihr folgt doch auch dem Talmud und dem Tanach. Wirf doch nicht bitte alles durcheinander. Frag ich werf das nicht durcheinander. Ich stell doch auch nur eine Frage. Ihr habt mich was gefragt, ich frage euch was. Aber du stellst Aussagen einfach da, die wirklich keinen Sinn machen. Moment, welche Talmud? Das ist Judentum. Das ist mündliche Überlieferungen, das sind irgendwelche Rabbinersprüche zu irgendwelchen Versen aus dem Alten Testament. Das ist aber nicht, hat mit der Bibel wenig zu tun. Ja? Du hast aber einmal gesagt, dass sie auch dem Alten Testament folgt. Ja, das ist die Bibel, aber wir gehen nicht nach Talmud. Talmud ist die Rabbinerlehre von irgendwelchen Rabbis, die irgendwelche Kommentare zu bestimmten Versen aus dem Alten Testament gegeben haben. Man muss man das fein säuberlich auseinanderhalten. Kannst du mir eine Sache erklären? Ja. Kannst du mir aber eine Sache erklären? Und wenn du wirklich ehrlich zu dir selber bist und du dich ein bisschen auskennst mit dem Talmud und dem Tanach, explizite kontroverse Stellen wie Jakmut 57a, 37b, und weitere und andere. Wenn du wirklich ehrlich bist, wie kannst du sagen, dass der Islam gefährlich ist, wenn du den Jakmut kennst oder den Tanach besser gesagt? Erklär mir das bitte. Das soll in meinen Kopf mal reingehen. Ja, aber du, was findest du jetzt schlimm an dem, am Alten Testament? Warte mal, wenn da drin steht, ein Mädchen von 3 Jahren und einem Tag ist zum Beischlaf geeignet. Jakmut 57b. Tanach. Kannst du deine Beweise Zeig uns das jetzt, dass das nicht da drin steht. Das ist Talmud. Wenn überhaupt, ist das der Talmud. Das ist das jüdische Buch von irgendwelchen Rabbinern. Das ist nicht die Bibel. Da kann jeder Rabbi seine Kommentare abgeben. Okay. Beim Islam aber habt ihr dann die Doppelmoral. Da sagt ihr, das funktioniert so nicht. Ja, aber bei Islam, ihr seid bindend an die Tafsire der Ulama. Bei uns nicht. Da kann jeder Rabbi kommen und irgendwann Müll erzählen aus dem Talmud. Wir nehmen das nicht an. Das, was bei du uns hier sagst, das doch bindend ist. Ihr habt die Sunna. Wir haben kein Sunna. Wir haben nur die Bibel. Mohammed, das, was du gerade machst, ist eigentlich hier Doppelmoral. Und die Apokryphen. Die Apokryphen. Ich mache keine Doppelmoral. Nein, die Quellen wie den Tanach und den Talmud. Bring Beweise dafür, dass Rebecca 3 war. Komm. Warte mal, Sheikh Yabuti. Ich habe doch gerade gesagt, ich rede hier nicht von Rebecca. Ich rede von dem Tanach, der besagt, ein Mädchen von 3 Jahren und einem Tag ist zum Beischlaf geeignet. Das ist das Alte Testament. Dem Tanach folgen deine Leute. Du redest deine von Talmud. Unfassbar. Du wirfst Begriffe durcheinander. Unfassbar. Du willst ich werfe keine Begriffe durcheinander. Ihr folgt auch dem Talmud. Ihr folgt auch Teile des Alten Testamentes. Das Alte Testament ist das Talmud. Hier seid ihr geschulden. Ich weiß, dass ihr bei solchen Fragen immer ausweichen müsst. Ne? Nein. Lass mich. Der Talmud ist ein Sammelsurium von Rabbis, die Kommentare loslassen wegen bestimmten Versen. Das ist für uns nicht bindend. Für uns bindend ist der Tanach, das Alte Testament. Die Tora für das Alte Testament. Tanach. Rizza, du hast es jetzt gerade selber zugegeben. Der Tanach ist für euch bindend. Du hast es jetzt gerade zugegeben. Der Tanach ist das Alte Testament. Richtig, ist ein anderer Begriff. Ja, natürlich, das ist die Bibel. Okay. Aber nicht der Talmud. Okay. Du verwechselst den Tanach mit Talmud. Okay. Kannst du mir aber einen Auszug aus dem Tanach vorlesen, Jakmut 57a?
Kannst du mir das einfach mal vorlesen? 57a ist nicht danach. Es das ist nicht wie so das Alte Testament. Mach die Kamera an und zeig uns, dass das nicht ist. Ist der Wahnsinn, ey. Du zitierst aus dem Talmud, aus dem jüdischen Rabbi-Buch. Nicht Richard, aus der Bibel, Altes Testament. Das gibt's doch ist kein nicht. Thema. Wir gucken uns den Kanal an. Vielleicht gibt es ja zwei verschiedene Versionen. Ein jüdisches und. Mohammed, Habibi, wieso machst du sowas? Das gibt's ja nicht. Dir fällt es wirklich sehr schwer zuzuhören, ne? Habibi, warum ich merke das. Du hast da was in deinen Kopf gesetzt und du bringst das wirklich durch, egal was dir deinen Weg kommt. Du rammst da alles weg, ne? Du bist nicht imstande, irgendwie dich zurückzunehmen, mal ein bisschen zuzuhören, mal was lernen. Das ist du drichst einfach da durch, ne? Das stimmt nicht. Wenn ihr lernen wollt, dann verleumdet ihr eure eigenen Quellen. Ich habe ja letztens schon mal gesagt, Hiob, dort drin kommt vor Firmament. Du sagst, nein, es gibt sowas wie kein Firmament. Bei uns gibt es das nur mit Globus. Du folgst Teile der Wissenschaft, lehnst wiederum andere ab wie Dinosaurier. Was ich gut finde. Aber du bist einer, du hast Doppelmoral. Du lehnst Dinge ab. Du weißt, dass die Koran. Aber im Umkehrschluss, Talmud, mein Lieber, verkaufst du Talmud dann wird der Herr Jesus aufs Übelste beleidigt. Ist das von Gott, der Talmud? Ist als Sohn das eines das Punkt, ist der Herr Jesus wird als Punkt-Punkt-Sohn beleidigt. Ist das von Gott, der Talmud? Die Rabbiner sagen ja. Die Rabbiner können sagen, was die wollen. Die Rabbiner sagen doch, das sind rabbinische Kommentare, der Talmud. Das ja. hat nichts Göttliches. Das sind nur Kommentare. Das sagen die Rabbiner selber. Aber selbst der Mohammed hat von Talmud geklaut, von rabbinischen, von Rabbinern. Sure 5, Vers 32, das aus den Sanhedrin. Ja. Von einem Buch, was nicht von Gott inspiriert ist, hat der Mohammed Teile rausgenommen. Bruder Amir, kannst du mal ganz kurz groß machen, weil ich habe dazu etwas Ding verpasst gehabt. Guck mal. Dazu habe ich etwas verfasst gehabt. Schau, warte. Also nun, so nicht göttlich inspiriertes Wort ist im Koran gelandet. Sure 5, Vers 32. Das ist ein Kommentar von einem Rabbi. Und das dachte der Mohammed, das ist das Wort von seinem Gott. Schau, das habe ich selber verfasst gehabt. Schau mal. Das ist das Problem. Ja, guck mal, das, was ihr macht, das ist schwach. Das ist schwach. Ihr sagt ständig bei etwas, was gut im Koran ist, das ist geglaubt. Das haben die von woanders wo. Bei dem Schlechten. Das wenn man kann euch sagt, doch einfach nicht mehr wahr sein. Ich reiß Habibi. Gleich meine Haare raus, Mann. Habibi, warte doch ganz kurz. Guck mal, ich habe das selber verfasst gehabt. Guck mal, hör mal ganz kurz zu. Schau jetzt. Hier steht, Sure 5, Vers 32. Aus diesem Grunde haben wir den Kindern Israels vorgeschrieben, wer ein menschliches Wesen tötet, ohne dass er einen Mord begangen habe, ohne er gestiftet habe, so ist es, als ob er die ganze Menschheit getötet hätte. Und wer es am Leben erhält, so ist es, als ob er den Menschen am Leben erhält. Unsere Gesandten sind bereits mit klaren Beweisen zu ihnen gekommen. Danach aber sind viele von ihnen wahrlich maßlos auf der Erde geblieben. Und jetzt schau, wo das noch drin steht. Der steht hier im Jerusalemer Talmud, Sanhedrin 4.1, 22a. Wer eine Seele zerstört, wird so betrachtet, als hätte er eine ganze Welt zerstört. Und wer ein Leben rettet, gilt, als hätte er die ganze Welt gerettet. Weiterhin sagt Sure 5, Vers 32 im Anschluss, der Lohn derjenigen, die Krieg führen gegen Allah und seinen Gesandten und sich bemühen, auf Erden Unheil zu stiften, ist indessen der, dass sie allesamt getötet und gekreuzigt werden. Warte ganz kurz. Hände und Füße wechselseitig abgeschlagen. Warte, ich bin ja nicht fertig, warte. Ich muss ja ein bisschen weiter runtergehen. Da. Keine Sorge. Oder dass ihnen Hände und Füße wechselseitig abgehackt werden. Oder dass sie aus dem Land verbannt werden. Das ist für sie eine Schande im Diesseits und im Jenseits gibt es für sie gewaltige Strafe und jetzt schau weiter. Die Angabe in Sure 5,32, hör gut zu, die Angabe in Sure 5,32, wonach Gott gegenüber Juden diesen Befehl erteilt habe, ist inhaltlich falsch.
Das beweist wieder einmal, dass die göttliche Herkunft des Korans widerlegt ist. Denn wenn der Sprechende aus islamischer Sicht Allah ist, sagt, er habe den Kindern Israels etwas verordnet, würde dies bedeuten, dass er dies im Rahmen der Offenbarung der Tora gegenüber Moses getan hätte. Nach islamischer Sicht hat Allah den Juden die Tora durch Moses offenbart und das Evangelium durch Jesus Christus, so ähnlich in der Form, wie der Koran über Mohammed den Juden offenbart worden sei. Und jetzt das Problem. Darf ich dazu noch was sagen? Jetzt kommt das Problem. Jedenfalls steht dieser Vers nicht in der Tora, sondern im Jerusalemer Talmud. Im älteren der beiden sogar. Es handelt sich hierbei um eine rabbinische Weisheit und nicht um einen Gottesbefehl aus der Tora. Wie dies der Autor dieser Koranstelle nimmt. Hier ist die Stelle vollständig. Jerusalemer Talmud. Sanhedrin 4, 1, 22a. Whoever destroys a soul, it is considered as if he destroyed an entire world, and whoever saves a life, it is considered as he hath saved the entire world. Hier das Rote ist das riesengroße Problem des Korans, weil hier steht, jedenfalls steht dieser Vers nicht in der Tora, sondern im Talmud. Und das ist der Knockout des Islams. Verstehst du das, Mohammed? Darf ich dir dazu jetzt auch eine Antwort geben? Darf ich dir dazu aber auch eine Antwort geben? Ich verstehe das voll und ganz schon, bevor du das erklärt hast. Aber da kannst du keine Antwort geben. Doch, Scheer, guck mal, du verstehst das falsch. Du verstehst das falsch. Warte, lass mich doch ganz kurz darauf antworten. Ganz kurz. Nur nicht mal eine Minute, 20 Sekunden. 20 Sekunden, lass mich doch nur ganz kurz. In allen Buchreligionen findest du diese universelle Weisheit, dass man ein Menschenleben wahren soll. Das ist ein universelles Gesetz, was in allen Büchern verankert ist. Mohammed, ich reiß gleich meine Haare raus, Mann! Das kann doch nicht wahr sein. Allah sagt, daher haben wir den Kindern Israels verordnet. Das ist aber nicht von Gott. Das ist von jüdischen Rabbinern. Raffst du das nicht? Das ist ein Fehler. Das kann doch nicht wahr sein, Mann, ey. Das ist ein Fehler im Koran. Ihr Lieben, holt mal bitte einen Nervenarzt, immer wenn ich brauche Urlaub, Mann. Holt mal bitte einen Nervenarzt. Arme, bitte beruhig dich. Arme, dein Herz. Schon bitte dein Herz. Ich krieg gleich ein Herz im Kopf. Ohne dein Herz. Arme, dein Herz. Arme, dein Herz. Aufpassen auf dein Herz. Arme, dein Herz. Arme, achte auf dein Herz, Arme. Das kann Herzinfarkt geben. Hilfe, du kriegst sonst einen Herzinfarkt. Ey, wie hallo. Heftig kann man sich wehren gegen die Wahrheit? Wie heftig! Warum ist der jetzt rausgegangen? Hast du den gekickt? Ich hab gar nichts angefasst, Mann! Der ist Bruder, was will er darauf noch antworten? Ja, was will er darauf noch antworten? Ja, verblendet. Die Sinne sind verblendet. Die sind wirklich verblendet. Einfach so wie Stein einfach. Die wollen das nicht sehen. Die sehen, ich weiß es nicht so, ne? Das ist hart. Das ist, ja. Warte mal ganz kurz. Da will der Partout nicht begreifen, dass dieser Vers nicht eine göttliche Offenbarung ist, sondern einfach ein Kommentar aus dem babylonischen Talmud, der einfach von Rabbinern verfasst wurde und Mohammed das einfach in sein. Aus dem Jerusalem. Nein, nicht Mohammed. Allah. Ja, Allah meine ich ja, also in dem Sinne. Noch schlimmer. Also Allah kopiert seine Verse von rabbinischen jüdischen Rabbinern. Knockout. Sogar mit Allah gibt sich selber Knockout mit seinen zwei rechten Händen. Double Punch. Oh, you can. Hayuket, aber doppelt. Wie das wohl aussieht, wenn er so Hayuket macht. Wie bei Goro, der hat ja auch diese vier Arme. Hayuket! Dalzim. Auf Street Fighter ist jetzt auch okay, ehrlich. Jetzt, wenn wir eine Runde Street Fighter spielen, ne, Hammer, ey. Yoga Flame. Yoga Flame, genau, Yoga von Flame.
Ey, das ist so abgefahren, ne? Das ist so abgefahren, das kann sich keiner mehr vorstellen. Bruder, ich habe extra hervorgehoben in verschiedenen Farben, damit er es versteht. Mohammed, verstehst du das jetzt? Du mich aber verstanden, Mohammed, was ich dir vorhin gesagt habe mit dem universellen Gesetz. Jetzt kommt der Sophia damit an. Das kann nicht wahr sein. Wieso machst du universelle Gesetze? Das ist Gottes Gesetz, der in allen drei Büchern verankert ist. Es ist eine Konsens. Das bitte rational und vernünftig. Ich flipp gleich aus, ehrlich. Wie kannst du das in die universellen Gesetze rauspacken wieder? Amir, du kannst dich wieder groß machen, Bruder. Ja, okay. Ich hab nichts mehr zu zeigen, solange ich nichts zeigen muss. So. Aber ihr habt doch aber eine. Mohammed, ihr habt mal, doch aber ein, noch mal ein zu diesem ein Thema Polygamie. Guck mal, eine Frage habe ich an euch beide, an dich speziell und an Reza speziell. Weil ihr auch irgendwo ein bisschen mit diesem Kopf da drin seid. Ihr widerspricht Dinosaurier, ihr sagt, das ist ein Hoax. Wie könnt ihr aber nicht selber aus euren eigenen Quellen heraus sagen, dass das schon richtig ist, dass die Erde kein Globus zum Beispiel ist, laut der Bibel, da ein Firmament ja existiert? What? Was meinst du jetzt gerade, ist die Erde flach? Warum stummst du dich denn immer? Ich dachte, er antwortet darauf. Weil laut der Bibel, wie ist denn das Weltbild laut der Bibel? Das würde mich mal so interessieren. Auf jeden Fall nicht im Koran. Die Erde wird von Gott als eine Kugel beschrieben. In Jesaja 40:22 und Hiob 26:7. Er hängt die Erde auf dem Nichts, im Nichts. Über dem Nichts. Oder auf, also im leeren Raum hängt er. Kannst du mal bitte bei diesem Thema bleiben, was er dir gerade gezeigt hat und nicht über die Erde jetzt reden? Das ist ja unfassbar. Ablenken, Danny, nicht ablenken. Bruder, ist normal. Was ist mit dem Firmament? Über die Erde auf einmal. Reza, hast du das gehört? Reza, du hast gerade gesagt, das steht so nicht im Koran. Das stimmt aber nicht. Vergiss aber nicht, das Firmament wird auch im Koran erwähnt und auch in der Bibel. Hallo, kannst du bitte bei diesem Thema mal bleiben? Ey, Reza, stell dir mal vor, wir reden über ein Thema, auf einmal komme ich mit Universum an. Das ist doch nicht normal. Ja, das ist dieses Thema von Thema zu Thema zu springen. Also. Nein, man muss ja jetzt bei diesem Thema erstmal bleiben und hier nicht über Erde, über Wüste reden. Ich will euch nur eure selektive Wahrnehmung aufzeigen. Kannst du bitte darauf mal eingehen? Warum steht das da eigentlich drin? Beantworte doch mal das. Das kann doch nicht wahr sein. Dann redest du über Dinosaurier und über flache Erde. Hiob. Lisa, kannst du mir darauf eine Antwort geben? Ja, aber wie kommst du auf Dinosaurier? Was ist das für eine Frage? Von Dinosauriern, flache Erde, was möchtest du denn jetzt wissen? Warte, Lisa, ich hab das nur mitbekommen, dass du gesagt hast, es gibt keine Dinosaurier laut der Bibel. Erklär mir das nur bitte. Ich wollte nur dazu die Passage hören. Es gibt Dinosaurier laut der Bibel. Es gibt Dinosaurier laut der Bibel. Das Volk von Hut, waren das Giganten? Das ist irgendwie es so. Gab Riesen. Es gab Riesen, zum Beispiel Goliath, dieser Philister, dieser Palästinenser, der gegen David gekämpft hat, als die Palästinenser gegen Israel gekämpft haben. Der Held von ihm, der Goliath, das war so ein Riese. Der hatte zum Beispiel 6 Finger, 6 Zehen. Das war so ein Nephilim. Nachkomme, wenn du so willst. Die Apokryphen gibt es die Nephilim. Die Apokryphen werden aber abgelehnt. Nein, Nephilim ist ein Begriff aus der Bibel. Ja, als die gefallenen Engel damals die Dämonen eben mit Erdentöchter Kinder gezeugt hatten, das wurden dann die Riesen, diese Nephilims.
Darf ich dazu eine Frage stellen? Ich frage auch voll nett und lieb. Wenn das apokryphe Schriften sind, die wohl nicht akzeptiert werden, kannst du mir bitte erklären, warum der Koran apokryphe Schriften übernimmt, in denen Jesus als Baby predigt? Ja, Thomas Evangelium. Und nicht nur das, sondern auch, dass er in nicht nur das, sondern dass er auch im Ding Tonvögel zu Leben erweckt. Darf ich dazu antworten, weil das Thomas Evangelium wurde doch rausgelassen. Laut dem Kanon. Nee, meine Frage wurde ja nicht zu Ende gehört. Guck mal, der Koran bezieht sich ja auf apokryphe Schriften, in dem es heißt, dass Baby Jesus gepredigt hätte, plus, dass er aus Ton Tauben zum Leben erweckt hätte. Das sind ja auch Schriften aus apokryphen Schriften. Das hat ja der Koran übernommen. Okay. Der Koran, nur ganz kurz für dich als Erklärung, der Koran oder der Islam ist ja das Gegenpol zum Christentum und zum Judentum. Da sind wir uns ja alle hoffentlich einig. Hä? Wenn doch ein Fehler in der Bibel existiert, wie zum Beispiel die Kreuzigung Jesus, dann wird das ja auch nicht im Koran mit aufgenommen. Warum? Der Koran nimmt nur Wahrheiten mit auf. Sonst hätte er ja auch zum Beispiel die Kreuzigung Jesus mit aufgenommen und hätte zum Beispiel die Christen ohne Probleme zu sich ziehen können. Aber wir Muslime folgen der Wahrheit. Und deshalb zum Beispiel werden Dinge aufgenommen oder weggelassen, die nicht der Wahrheit entsprechen. Okay. Wir sind zum Beispiel gekommen, um den Christen einfach zu sagen, hey, das mit der Trinität, absolut falsch. Ein Gott braucht kein Mensch werden. Das wäre völlig unlogisch, in ihrer eigenen Logik heraus. Wie du das versuchst immer zu erklären, es funktioniert so nicht. Weil eine Gottheit ist eine Gottheit. Er hat Eigenschaften, die einer Gottheit entspricht. Somit, wenn er Mensch wird, legt er diese Eigenschaften... Warum hat denn Allah ein Schienbein dann? Allah hat kein Schienbein. Warum hat Allah ein Schienbein? Amir, ich verstehe nicht, dass du so redest. Da musst du aber mit anderen Menschen reden, die eine andere Akida haben. Das sind dann diejenigen, die sagen, Allah hat Hände und Allah hat Füße. Ja, okay, Mohammed, aber du behauptest ja jetzt eigentlich im Endeffekt, dass nicht in seine eigene Schöpfung eintreten kann. Ibn Kathir sagt das. Ja, übrigens, Ibn Kathir sagt das, stimmt. Aber du sagst ja im Endeffekt gerade, Mohammed, dass Gott nicht in seine eigene Schöpfung eintreten kann, oder? Sheikh Budi. Ja. Ja. Hallo. Bruder, du hängst. Ich mach dich mal groß. Geh mal bitte auf Ibn Kathir, Tafsir Ibn Kathir, Sura 68, Vers 42. Hörst du mich? Du hängst gerade böse. Warte kurz. Hörst du mich? Jetzt ist gerade ein bisschen besser. Warte, ich geh schnell rein. Okay. Genau, geh mal bitte auf Alim. Geh mal bitte auf alim.com oder .org den Tafsir von Ibn Kathir aufschlagen. Sag welche? Sura 68, Vers 42. Und dann zeig mal per Big Screen. Dass nicht wir das sagen, sogar einer der größten Gelehrten des sunnitischen Islams sagt, ja, Allah hat ein Schienbein. 68, Vers 40, Bruder? 32. Vers 32. Ich kann sogar noch schlimmere Sachen sagen. Nein, lass mal nur das. Ich will, dass er das von Ibn Kathir selber liest. Ich will, dass er von Ibn Kathir selber liest und den Islam verlässt. Weil er hat gerade gesagt, Gott hat keine Eigenschaften von einem Menschen. Und keine Attribute von einem Menschen. Also, Allah ist disqualifiziert als Gott. Warte, ich gehe gerade rein. 68 Vers, warte, ich gehe runter. Vers 42, Entschuldigung, 42, ja. 68, 42. Ich gehe gerade runter, oder? 42, das ist ein bisschen weit unten. Oh, weiter. Oh, ich bin gerade mal bei 1412. Next. Alim.org ist echt üble Seite, ja. Ich wäre lieber von Koran.com reingegangen, es ging schneller. Ja, egal. Du kannst einfach den Tafsir dir aufschlagen von Ibn Kathir. Ob du jetzt bei Alim dort. Warte. Ich müsste jetzt eigentlich soweit sein. Nein, schon wieder eine Seite. Okay, letzte Seite.
Okay, 42. Übersetzen. Mach mal bitte auf groß, dass wir das ja, alle das sehen. Ich mach Kamera an, warte. Ich ja, mach Kamera an. So. So, jetzt. Zicke, zacke, zicke, zacke und. Da, Hemus. Lies mal bitte vor. Bruder, warte. Also, der Tag, an dem der Schienbein entblößt wird und sie werden gerufen werden, um sich niederzuwerfen, aber sie werden nicht in der Lage sein, dies zu tun. Ihre Augen werden niedergeworfen und Schmach wird sie bedecken. Sie wurden früher gerufen, um sich zu niederwerfen, während sie es waren. Dann verlasse mich allein, mit wem auch immer diese Erzählung leugnet. Wir werden sie allmählich aus der Richtung bestrafen, die sie nicht wahrnehmen. Und ich werde ihnen eine Atempause gewähren. Wahrlich, mein Plan ist stark. Oder ist es so... Geh runter, Sheikh der Budi, geh runter zur Erklärung, bitte. Wie weit soll ich runtergehen, Bruder? Einfach mal ein Stückchen runter scrollen. Jetzt pass auf, was der Ibn Kassir sagt. Lies mal ab, da oben. Der Tag, an dem das Schienbein... Der Tag, an dem der Schienbein da sein wird und sie werden gerufen werden, um sich niederzuwerfen, aber sie werden nicht in der Lage sein, dies zu tun, bedeutet... Der Tag des Gerichts und des Schreckens, Erdbeben, Prüfungen und große Dinge, die während ihr auftreten werden. Al-Bukhari nahm fest, dass Abu Said... Darf ich dir das aber erklären? Warte, sei mal ruhig bitte, Mohammed. Dass Abu Said al-Qudri sagte, dass er den Propheten sagen hörte... Jetzt pass auf, lies weiter. Ja, ja, jetzt kommt weiter. Unser Herr wird seinen Glanz offenbaren und jeder gläubige Mann und jede gläubige Frau wird sich ihm niederwerfen. Die einzigen Menschen, die stehen bleiben werden, sind diejenigen, die sich in weltlichen Leben niedergeworfen, in weltlichen Leben niedergeworfen haben, nur um gesehen und gehört zu geben, das hat keinen Sinn, werden. Diese Art von Person wird zu diesem Zeitpunkt versuchen, sich zu niederwerfen, aber ihr Rücken wird eine steife Platte sein. Der Knochen wird sich nicht beugen oder Flex, also Bewegung nehme ich an, beweglich sein. Dieser Hadith wurde in zwei Sahihs und anderen Büchern aus verschiedenen Übertragungsrouten mit verschiedenen Worten aufgezeichnet. Es ist ein langer Hadith, der sehr beliebt ist in Bezug auf Allahs Aussage. Soll ich weiterlesen, Bro? Soll ich weiterlesen? Egal, ich lese weiter. Ihre Augen wurden... Sheikh der Budi, geh nochmal nach oben. Du hast den bestimmten Teil da ausgelassen. Guck mal, geh mal weiter nach oben, pass mal auf. Jetzt. Unser Herr wird sein... Guck mal, wie das hier da oben. Der Tag, an dem... Warte, ich guck nochmal ganz kurz einmal. Ich hab das vorgelesen. Ich glaube, dein Internet hat gehangen. Unser Herr wird. Ich glaube, dein Internet hat gehangen. Guck mal, wie das bei dir ist. Ja. Hörst du mir zu? Ja, klar. So, guck mal, wie das bei dir übersetzt wird. Unser Herr wird seinen Glanz offenbaren und jeder gläubige Mann und jede gläubige Frau wird sich ihm niederwerfen. Und guck mal, wie das bei mir. Steht es bei dir? Darf ich darauf kurz nur antworten? Bei mir steht das im Tafsir so, guck mal, ich mache das mal hier ins
In den Kommentarbereich. Ja. Guck mal hier. Sie werden sich vor. Ja. Unser Herr wird. Ist zu lang. Ich gehe extra jetzt bei den Koran, komm rein. Warte. Also ich bin bei Ibn Kathir jetzt drin. Du kannst ja, genau. Und Ibn Kathir sagt, guck mal, was er hier sagt. Unser Herr wird sein Schienenbein offenbaren. Guck, unser Herr wird sein Schienenbein offenbaren. Ja, guck, hier steht auch was anderes. Also das ist jetzt Koran. Ja, darf ich darauf ganz kurz antworten? Das ist jetzt Koran.com. Amir, das ist jetzt Koran.com. Guck, und hier steht auch was anderes. Also hier steht kürzer. Was eigentlich ein Beweis dafür ist, dass die Passage auch eigentlich richtig zu verstehen sein sollte. Nämlich, ihr kennt auch die Redewendung, wenn die Lenden frei sind. Das ist so viel oder bedeutet so viel wie, wenn du entblößt bist. Das heißt, wenn du nackt vor Gott stehst. Das heißt quasi, wenn man von einem Schienbein redet, damals war es so, dass du über dein Schienbein auch verdeckt sein musstest, sowohl Mann als Frau. Wir haben das in Teilen Asiens auch, bei der Geisha zum Beispiel. Die Geishas dürfen noch nicht mal bis zur Füßknöchel ihre Füße zeigen. Jetzt musst du dir vorstellen, es heißt lediglich, dass die Menschen versammelt werden, wenn sie quasi nackt vor Gott stehen werden. Ja, nicht okay. Mehr und nicht weniger. Aber dein Prophet Mohammed sagt, Allah wird sein Schienbein entblößen und sie werden ihn anhand seines Schienbeins erkennen. Erklär mir das mal bitte. Da hier steht es auch. Guck hier. Warum lügst du solchen, und versuchst gerade etwas zu verdrehen? Ja, warum lügst du? Ich hab es nicht nötig zu lügen. Wie gesagt, ich bin kein Schiite, ich bin Sunnite. Ich mache keine Taqiyya. Bei uns gibt es keine Taqiyya. Okay, aber du versuchst hier gerade hier etwas zu also so rein zu interpretieren, was deine eigenen Gelüste sind. Du bist nicht der Prophet des Islams und du hast zu hören, was dein Rasulallah sagt. Und guck mal, was er sagt. Sheikh hat doch gerade was vorgelesen. Hast du das nicht verstanden wieder? Soll ich das wieder erklären? Und ich sage dir, der Mohammed sagt, die Leute haben gefragt, wie werden wir denn unseren Herrn erkennen? Und der Mohammed hat gesagt, er wird sein Schienbein zeigen. Und anhand dieses Schienbeins werden sie ihn erkennen. Ja. 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 Ja, steht hier auch. Denn wer den Koran leugnet, da steht so weiter, guck, sogar, denn wer den Koran leugnet, guck, Mohammed, das geht jetzt an dich. Denn wer den Koran leugnet, lies mal, Sheikh der Budi, lies mal bitte Sahih al-Bukhari 3439, ja, ich glaube, das ist das. 3439, gib mal einen Bukhari 3439. 3439, warte kurz. Sahih al-Bukhari 3439. Ad-Dajjal. Geht's Dajjal? Sahih Bukhari 7439. Warte kurz. 7439. Warte. 7439. Oneness, uniqueness of Allah, Tawheed. Is this? Warte. Diese hier? Ja. Das hier? Ja, genau. Das ist ein Riesenhadith. Da steht Shin. Ab diesem Shin musst du ein paar Sätze vorher lesen. Da erklärt der Mohammed das. Ich mache eine Übersetzung. Warte, ich mache Übersetzung. Das ist schon ein ziemlich großer Hadith, verdammt nochmal, warte. Wow. Warte, ich mache einfach die ganze Seite direkt, warte kurz. Ich übersetze einfach die ganze Seite direkt, warte. Website einfügen, zack. Es geht schneller. Da. Deutsch. Nee. Manchmal, der macht das nicht, ne, diese Übersetzen. Doch, der macht es schon. Übersetzungen, original. Das braucht nur manchmal ein bisschen länger. Heute, Bre. Normalerweise, der macht das. Das kriegen wir auch so hin. Mach mal ein bisschen, vergrößer das mal.
Noch größere Button? Ja, einfach nur den Text vergrößern. Ja, warte. Normalerweise geht das auch so größer. Warum macht er das nicht direkt übersetzt, Jo? Ich guck mal auch bei altafsir.com. Mal gucken, was die da sagen. Amir, wenn ihr Jesus liebt, warum nimmt ihr nicht einen Glauben an, der Jesus sagt, er ist nicht getötet worden, er ist nicht elendig gestorben am Kreuz? Du wirst doch selber merken. Richtig, bei uns, wir sagen, er ist emporgehoben, er kommt irgendwann wieder, wenn der Tag der Auferstehung soweit ist. Wir sagen doch auch nicht, dass er tot ist. Kein Blutopfer. Guck mal, bei den Juden gibt es ein Problem. Die können Jesus ja nicht annehmen, obwohl es ein Kapitel gibt, Jesaja 53, ein verbotenes Kapitel quasi. Die Juden können ihn nicht annehmen, weil die sagen, unser Messias, unser letzter Messias, wird elendig gestorben sein am Kreuz. Das funktioniert so nicht. Der Islam kommt, räumt den Fehler bei den Christen und gibt den Juden sogar ihren Messias, dass sie den als Messias akzeptieren können. Ja, und genau das ist doch völlig genau logisch und verständlich. Mohammed, und genau deswegen haben die Juden Mohammed akzeptiert, oder was? Selber, dass auch von Mahomet oder von ihm die Rede ist. Elohim. Die Juden haben doch Mohammed genauso wenig akzeptiert. Die haben ihn sogar als falschen Prophet entlarvt. Die haben ihn sogar drei Fragen gestellt, womit die ihn hops genommen haben. Und diese drei Fehler befinden sich heute im Koran. Wenn du willst, kann ich dir ein Video dazu schicken, wie die Juden ihn hops genommen haben. Wenn das so wäre, dann würden die Juden auch nicht in der Moschee beten können. Die beten ganz normal in der Moschee. Die leugnen lediglich die Kirche. Die sagen, wir gehen nicht in die Kirche rein. Blutopfer, Kreuzigung, von Sünden freigesprochen. Sie gehen in eine Moschee und beten Allah an, der überhaupt nichts mit ihrem Gott Yahweh zu tun hat, ne? Na klar, genau. Natürlich, klar. Das ist normal. Mann. Mohammed, wenn du willst, schicke ich dir ein Video, wie die Juden Mohammed drei Fragen gestellt haben und Mohammed ist nach einem Monat immer noch nicht mit den Antworten gekommen. Irgendwann ist er gekommen und hat gesagt, ich habe jetzt die Antworten von Jibril. Und dann hat er die Antworten genannt, alle Antworten waren falsch und alle falschen Antworten befinden sich heute im Koran. Wenn du willst, kann ich dir dazu ein Video schicken, das ist echt lustig. Also hey, das ist jetzt groß. Groß genug? Irgendwie übersetzt er es nicht, Bro. Ja, keine ich sag Ahnung. Doch, geh mal ein Stückchen weiter runter. Geh weiter, scroll runter. Aber langsam. Weiter. Gleich kommt The Shin. Muss mal drauf achten. Ja, ich achte schon drauf, warte. Da, The Shin. Ja, genau. Und jetzt lies mal ein paar Sätze. They will say, I'm your Lord. Also die Leute sind verwundert, weil Allah sagt, ich bin euer Herr. Und die sagen, nein, du bist nicht unser Herr. Und dann wird Allah wieder in einer anderen Form kommen. Also der Allah kommt dann immer in verschiedenen Formen. Mhm. Und dann auf einmal sagen die, du bist nicht unser Herr. Dann sagt der Allah, doch, ich bin euer Herr. Und dann an was erkennen die dann ihren Herren? Guck jetzt, was Mohammed da sagt. Hier. I am your Lord, and they will say, you are not our Lord. Not our Lord, yes. And none will speak to him, then but the prophets. And then it will be said to them, do you know any sign? Any sign by which you recognize him? Also kennt ihr irgendein Zeichen, wo... By which you recognize him? Also kennt ihr irgendein Zeichen, wo ihr... They will say, the Shin. Also die sagen anhand seines Schienbeins. Ja. Und so Allah will then uncover his shin. Okay. Siehst du? Okay, warte mal. Warte mal, ganz kurz. Wir sind nicht wie ihr Christen. Wir gucken auch, wer vorkommt. Es gibt ja Hadith-Wissenschaften. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, bei sunna.com existieren so viele Hadithe nur auf Englisch. Die findet man noch nicht mal auf Deutsch. Scroll mal runter und zeig mir mal die Buchreferenz, damit der Ruhe gibt. Es geht noch weiter, Bruder. Es geht noch weiter. Guck, the shin and so Allah will uncover the shin, whereupon every believer will prostrate before him. And there will remain those who used to prostrate before him.
just for showing off and for gaining good reputation. Also, dass die eine gute Reputation haben, werden sie alle vor diesem Schienbein sich niederwerfen. Siehst du, Mohammed, dass Allah ein Schienbein hat, physisch, und das dem zeigt und die Leute das anhand seines Schienbeins erkennen? Siehst du? Sieh weiter. These people will try to prostrate. Warte, these people will try to prostrate, but their backs will be rigged. Also, die wollen auf sich niederwerfen, aber ihre Rücken werden so sein wie ein Besen drin, dass sie sich nicht niederwerfen können, but ja. Their backs will be rigged like one piece of a wood, als ob die so steif sind, weißt? And they will not be able to prostrate. Nein. Then the bridge will be laid across hell. Hell. We, the companions of Prophet, said, O Allah's Messenger, Benz AMG, what is the bridge? He said, it is a slippery bridge, also eine rutschige Brücke, on which there are clamps and hooks like thorny seed that is wide at one side and narrow at the other and has thorns with bent ends. Boah, es geht voll weit, Mann, mit Hellfeuer, Höhlenfeuer, aber hier, guck. Ja, der wichtigste Part, zeig ihm das, zeig ihm die Buchreferenz. Buch 97? Hier. Mach mal größer. Da kann er zu seinem, da kann er zu seiner Bibliothek laufen und sunnah.com dann zur Rechenschaft ziehen. Oh, Bruder. Machst du jetzt ein Screenshot? Screen, er macht so einen Screenshot. Einen Screenshot. Da hat du Knockout bekommen. Knockout. Bruder, warte kurz, bei Bukhari kommt ein Überlieferer, der heißt Hisham ibn Urwa. Sobald er vorkommt zum Beispiel, sind die Hadithe nicht mehr gültig, obwohl der trotzdem in einem Sahih Bukhari... Ja, sicher, warum lachst du? Das sind die Hadith-Wissenschaften. Ich weiß, bei euch Christen, das gibt's ja nicht. Ihr nehmt alles hin. Berliner Evangelium, gib ihn. Aber Barnabas Sahih, und Thomas... Natürlich, Sahih. Seht ihr Leute? Sahih ist nicht mehr Sahih, sondern wenn jemand sogar bei Sahih in diese Überlieferungskette irgendein Name vorkommt, ist es nicht mehr Sahih. Seht ihr? Bukhari und Muslim sind auch nicht mehr vertrauenswürdig. Absoluter Wahnsinn. Also diese Religion kann man nicht mehr ernst nehmen, Leute. Einfach nur noch leid. Wer jetzt noch Muslim bleibt, der tut mir einfach nur leid. Merkt ihr, sobald es problematisch wird, selbst Sahih Bukhari und Sahih Muslim werden angegriffen. So weit sind wir schon gekommen, weil die Muslime sich schämen. Ja, dann greif mal Imam Bukhari. Also willst du damit sagen, dass Imam Bukhari ein Trottel ist, der nicht jetzt den Isnad geprüft hat? So, jetzt bin ich wieder da. Natürlich nicht, aber auch selbst Jahre danach. Ja, also danke sehr. Natürlich nicht, das war's. Natürlich nicht. Also ist Bukhari. Warum heißt das denn Sahih Bukhari? Warum heißt das Sahih korrekt? Mohammed, was ist eigentlich das nächste Buch nach dem Koran? An Wichtigkeit. Weißt du das? Islam nach dem Koran für die Sunni-Muslime. Genau. Was ist das wichtigste Buch nach dem Koran für die sunnitischen Muslime? Was meinst du damit? Meinst du die Sekundärquellen, die Hadithe? So, Hadithe. Welche von diesen Hadithen ist das authentischste Werk, was man ohne Zweifel oder Anzweifeln übernehmen kann? Ja. Genau. Stopp. Ich habe das doch gerade erklärt. Selbst wenn es ein Sahih ist, du musst die Überlieferungskette beachten. Das auch kann Jahr nicht mehr wahr sein. Auch bei Sahih Bukhari? Auch bei Sahih al-Bukhari, natürlich. Da kommt Hisham ibn Urwa vor, dann nimmst du das raus. Also, aha, seht ihr, Leute, er schämt sich. Also selbst bei Sahih Bukhari, dem Bukhari kann man auch nicht mehr vertrauen, merkt ihr? Ja, Bukhari, zweite Buch. Übrigens wird bei Bukhari die zweite Inspiration genannt. Ne? Das bedeutet, Mohammed hat eigentlich nichts von sich selbst ausgesprochen, sondern immer unter der Führung von Allah. Richtig. Zumindest in der zweiten Inspiration. Ich weiß nicht, ob dir das klar ist, Mohammed.
Und was du hier gerade getan hast... Er kennt sich nicht aus. Er kennt sich nicht aus. Er redet einfach. Das ist das Problem. Ja. Al-Bukhari im Endeffekt in den Müll geschmissen. In anderen Ländern würde dir dafür noch Schlimmeres passieren. Das habe ich nicht. 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 Ja, ganz ehrlich. Guck mal, Mohammed, ganz ehrlich. Verlass diesen Kult. Glaub mir. Das ist keine Religion für dich. Ja, verlass ihn. Wir sind ein Kult. Lass uns doch jetzt nicht über den Sonnenkult reden. Horus und Mithras-Kult. Das ist ein Kult. Warte mal, sollen wir jetzt über den Mithras-Kult reden? Dann gucken wir noch, ob du heute Christe bist. Bist du Manns genug? Nee, bist du Mithras-Kult aus Persien? Bist du Manns genug? Aber dann komm in einem meiner Streams. Ich mache extra für dich einen Stream auf. Mithras-Kult und Horus-Kult. Du wirst noch heute den Christentum. Mohammed, lenk jetzt nicht ab. Zeitgeist angeschaut. Mithras Kult. Nein, solche Sachen kenne ich nicht. Ich habe mich nur mit Quellen befasst, die auch relevant sind. Du hast den Zeitgeist angeschaut, Bro. Warte, du guckst dir nur nicht den Kanon an, die Entstehungsgeschichte. Du guckst dir auch nicht das Römische Reich an und weshalb vielleicht nach dem ersten Konzil gewisse Evangelien reingenommen worden sind. Das guckst du dir nicht an. Was das redest ist du genau von Gott, was wir sagen? Gar nichts damit zu tun gehabt. Hat es. Politische Interessen wurden auch schon damals mittels solcher Dinge, mittels Religionen. Mohammed, glaubst du ernsthaft, im Konzil von Nizäa wurden irgendwelche Bücher in die Bibel reingenommen? Ja, absolut. Ägyptische Sonnenkult wurde reingenommen. Nein, Mohammed. Guck mal, ganz ehrlich. Ich sag ganz offen ehrlich, Mohammed, guck mal, ich habe weder den Nerv, dir das zu erklären, noch habe ich die Buntstifte. Weil du davon keine Ahnung hast. Bei allem Respekt, wenn man davon keine Ahnung hat, dann sollte man auch nicht mitreden. Mohammed, bitte, erzähl nicht Quatsch. Ich kann dir sagen, wie arrogant muss man auch noch sein? Warte, erklär mir. Nach ägyptischer Sonnenkultlehre. Es gibt ja Isis und Osiris. Richtig? Im Dezember, am 22., 23., Bruder, 24. Sollen wir uns das mal genauer angucken? Dann bist du sicher, das ist euer Glaube. Euer heutiges Christus. Wir wissen doch gar nicht, wann der Herr Jesus Christus geboren wurde. Was erzählst du denn da, Mann? Warum feiert ihr denn an Heiligabend? Das ist eine ganz andere Sache. Das ist ein ganz anderes Thema, Mann. Wir wissen nicht den Tag und den Datum, wann der Herr Jesus Christus geboren wurde. Satanische Feste. Saturnalis heißt doch Weihnachten eigentlich, richtig. Was hat das jetzt mit dem zu tun, wovon wir reden? Wer ist hier der Kult? Guck mal, ich wurde darum gebeten, dass ich den Kult verlasse. Ich habe gesagt, ihr seid das Okkulte. Nein. Und was ist Tawaf? Tawaf, guck mal, der Tawaf, du kannst dir das so vorstellen, die Atome, die bewegen sich doch auch um ein Elektron. Warte, wie bewegt sich ein Elektron? Es ist die Konsens, es ist eine universelle Lehre quasi, den Tawaf zu machen, einheitlich und ganzheitlich. Es ist etwas Gutes quasi für dich. Mohammed, ganz ehrlich, du hast irgendwas in irgendwelchen YouTube-Videos aufgeschnappt und kommst nicht in die Elektronen. Du fragst mich, ich antworte. Von wo kommt diese Lehre des Tawaf? Von wo kommt es? Ganz genau. Woher hat Mohammed das? Weil die Araber schon vorher irgendwelche Steine angebetet haben. Und das sehen wir auch in Sahih al-Bukhari, wo es heißt, dass sie Steine gesucht haben, um sie anzubeten. Und sie haben einen schöneren Stein gefunden, um ihn auch anzubeten. Um sich niederzuwerfen vor diesem Stein. Das ist nichts anderes als Steinfetischismus, Steinkult, den Mohammed in seinem neue Religion da übernommen hat. Nochmal, Amir, ich bin kein Schiite. Ich lege nicht auf einen Gebetsteppich ein kleines Steinchen hin. Das sind eure Iranen. Nein, das befindet sich in Bukhari. Was hat denn Bukhari mit Schiiten zu tun, Mann? Wo beten wir Steine an? Wenn du jetzt wieder den Stein... Da, guck mal, lies mal. We used to worship stones and we found a better stone than the first one. We would throw the first one and take a better. Wenn du hier gerade vorliest, warum gibt's den nicht aber auf deutsche Übersetzung? Eine ganze Frage. Das kann doch nicht wahr sein. Befindet sich das in deinem Buch? Du siehst doch, dass die Muslime unehrlich sind in Sachen Übersetzen. Die übersetzen doch nicht alles auf Deutsch. Ich will ihn auf Deutsch lesen. Warum gibt's den aber nicht auf Deutsch? Antwort, du siehst doch, dass die nicht alles übersetzen.
Weil die nicht mal aufgenommen worden sind, weil die unauthentisch sind. Weil die Überlieferungskette nicht gegeben ist. Nein, die Überlieferungskette ist zu beachten. Ob es da ist oder nicht, muss man das beachten. Das ist so unfassbar. Weißt du, warum die das nicht übersetzen? Weil es einfach nur embarrassing ist. Nein, nicht weil es... Na was? Doch. Was? Weil es einfach nur eine Schande ist. Deswegen. Nein, falsch, weil das unauthentisch ist. Wir beten keine Steine an. Wo beten wir Steine an? Wo siehst du einen Muslim einen Stein anbeten jetzt? Wo erklär betest mir das bitte. Du fünfmal am Tag hin? Zu einem in Stein. Richtung, warte, darf ich darauf... Guck mal, lass uns mal ein bisschen sachlich bleiben. Guck mal, du hast vergessen, die Kirche, lass mich doch antworten. Die Kirche, hat sie keine Ostung? Wird sie nicht nach Ostung gebaut? Das heißt nach Osten hin, nach Jerusalem? Antwort jetzt bitte. Warte mal, die Kirche ist doch nach Jerusalem gerichtet. Wir beten nach Mekka. Ihr habt auch nicht immer nach Mekka gebetet. Ihr habt aber nach Jerusalem gebetet. Oder nicht? Habt ihr nicht am Anfang nach Jerusalem gebetet? Richtig, danach aber haben wir... Warum habt ihr nicht immer nach Jerusalem... Ja, weil der Mohammed exposed wurde, weil die Juden ihn drei Fragen gestellt haben und die den sofort ertappt haben. Weil Abraham, genau, den auch ihr huldigt und respektieren solltet... Nein, die Juden haben dem Mohammed eine Falle gestellt und ihn als falschen Propheten entlarvt. Denn die Gebetsrichtung war die ganze Zeit in Jerusalem. Der Mohammed wollte die Gunst der Juden so gewinnen für sich. Aber dann haben die gemerkt, ey, der Typ ist überhaupt gar kein Prophet und haben den Fragen gestellt und Mohammed konnte nicht darauf antworten. Dann war der übel sauer und hat den Leuten gesagt, wir werden jetzt unsere Kibla ändern und in Richtung Mekka beten. Es gibt einen Hadith, wo Mohammed sagt, wenn ich es schaffe, 10 Juden zu konvertieren, werde ich es schaffen, alle zu konvertieren. Nicht mal das hat er geschafft. Ja, er hat sie einfach nur massakriert und sie nach und nach beraubt. Ausgeraubt. Das stimmt nicht. Er wurde ausgeraubt und hat danach noch nicht mal sogar was gemacht. Dein Prophet war ein Multimillionär. Lies mal das. Warte mal, warum lügst du jetzt? Er war bescheiden und sehr fromm, obwohl er wieder die Möglichkeit hat. Moment mal, warum lügst du jetzt? Der Mohammed war ein ganz bescheidener Mensch. Er hat niemanden nach ein Haar gekrümmt. Leute, der Mohammed war ein ganz bescheidener Mensch. Guck mal hier, ich bin auch im Paradies. Guck mal, was für ein schönes Mohammed Paradies. Guck mal. Mohammed, bitte hör auf damit. Ein Fünftel jedes Kindes ging an Mohammed. Und die schönsten Frauen gingen auch an Mohammed. Okay, warte mal, guck mal. Ja, okay, mach dich nicht lächerlich, guck mal. Du machst dich doch lächerlich, Er ist ein Prophet gewesen und der beste Mensch seiner Zeit. Natürlich hat er die besten Frauen, natürlich wird er angeschaut von den besten Frauen. Was redest du da? Guck mal, merkt ihr selber, dass ihr euch lächerlich macht? Merkt ihr das? Du machst dich lächerlich. Er ist so bescheiden, dass er die besten Frauen immer für sich nimmt. Er ist so bescheiden, Leute. Merkt ihr, er will nur bescheiden sein. Er will die besten Frauen für sich haben. Er ist sehr bescheiden. Sehr bescheiden. Und die Jüngsten auch noch. Was macht der Islam mit euer Gehirn? Was macht der Islam mit eurem Gehirn, Mann? Ja, ohne Witz, ey. Ohne Witz. Kentucky Fried Chicken im Kopf. Aber richtig kaputt, tot. Egal. Kannst du mal diesen Hadith endlich lesen, Mohammed? Oder hast du keine Lust, Mohammed? Guck mal, ich kenne mich aus, dass wir Quraysh, dass vor dem Islam die Araber und andere Stämme von Quraysh und andere Stämme auch gepilgert sind nach Mekka und auch das nicht immer wieder vorgezeigt bekommen. Aber du liest das extra in einem falschen Kontext. Du lässt die Menschen glauben, dass das immer noch so praktiziert wird. Was redest du mal nicht? War das vor dem Islam der gleiche Kult mit dem Tawaf, dass man so Kabas, da gab es doch mehrere Kabas in Mekka. Die Quraysh haben doch auch eine Kaba sozusagen gehabt und ihren Tawaf gemacht. Das stimmt gar nicht. Das stimmt doch gar nicht. Der Mohammed hat das einfach übernommen, diesen Götzenkult. Ja. Okay. Kommst du jetzt etwa mit der Mondgeschichte? Glaubst du, der Islam ist zu
Der Mondgeschichte, meinst du mit der Mondspaltung? Nein, mit dem, was ihr sagt, dass der Islam... Achso, ja, dass der ein Mondgott ist. Ja, genau, dass Allah der Hubal ist. Altarabische Gottheiten. Gib das mal ein bei Google, dann wirst du sehen. Okay, pass mal auf, Amir. Du hast dich doch gerade jetzt selbst widerlegt. Du hast gesagt, ein altarabischer Gott, das heißt vor dem Islam, eine altarabische Götzengottheit. Ja, richtig. Allah, er hatte drei Töchter, Alat, Al-Uzza und Al-Manat. Vor dem Islam gab es Lat, ein Götze, ne, eine kleine Statue für Fruchtbarkeit, genau, vor dem Islam. Vor dem Islam. Al ist der Artikel, La ist der Mondgott. Das war vor dem Islam. Warte, Amir, guck mal, du kannst doch ein bisschen Arabisch, du hast ein bisschen Verständnis für Arabisch. Du weißt selber, dass Allah die Gottheit heißt. Das heißt, es ist eigentlich lediglich sowas wie ein Pronomen, dieses L, was gesetzt wird, um es dann zu einer Gottheit zu umzuschreiben. Also was versuchst du uns hier zu erklären? Ich versuche dir zu erklären. Guck mal, stell dir mal vor, der Mohammed kannte ja Allah sozusagen nicht, sagt ihr uns ja immer, richtig? Jibril hat er ihn kennengelernt, richtig? Richtig. Also, wie kann es sein? Hör mir zu! Sag ich dir jetzt. Danke. Schau mal, ganz einfach. Ein Treiben mit dem Quraysh gemacht hat? Nein, er hat sich zurückgezogen, ist zur Höhle gegangen, um nachzudenken über das Verhältnis der Gesellschaft. Ähnlich wie wir es heute kennen. Warum das heißt, hieß der Vater von Abdallah, obwohl er Allah nicht gekannt hat, obwohl Jibril... Das kann doch nicht wahr sein. Du hast es doch gerade eben bestätigt. Lass mich ausreden. Weil er doch wirklich Abd Allah ist. Er ist der Herr Gott. Er ist doch der Gesandte Gottes. Der Siegel. Aber du weißt doch, dass die Quraysh Mushrikin waren und sich nach ihren Götzen benannt haben. Mir, du willst es einfach nicht wahrhaben. Das ist das Traurige. Eure Herzen sind verschlossen. Wir können bis morgen Mohammed reden, du willst es nicht hinnehmen. Mohammed, schau mal. Habt ihr gesehen, Mohammed. Er hat sich gerade selbst vernichtet, ey. Wahnsinn. Ich habe es dir erklärt, ich habe dir gesagt, er ist Mohammed. Er, der Prophet, ist der Siegel aller Propheten. Dem Kuran. Und Abdullah, der Vater von Mohammed, war ein Götzendiener. Deswegen hieß er auch Abd Allah. Und die anderen hießen Abdul Uzza, Abdul Manat, Abdul Lat, richtig? Und das war's. Das war dein Knockout. Das war's. Ursprünge des Islams. Ja, Ursprünge des Islams. Guckt euch das an, was die vor der Islam gemacht haben. Auch den Tawaf, dieses siebenmalige Umrunden eines Steines. Habt ihr gesehen, wie er versucht hat, den Quatsch noch zu erklären? Unglaublich. Ja, und dann war es zu Ende. Ne? Mit Abdullah als den Vater von Mohammed können wir den Islam sofort entlarven, ne? Als das, was er ist, ein Götzenkult. Guck mal das an. Balam balam balbalia, alal balan jaljal. Das ist voll heftig, Bruder. Das ist heftig. Hast du das gerade mitbekommen, Reza? Sheikh, der Budi, mach mal bitte kurz weg. Natürlich habe ich mitbekommen, alles mitbekommen. Natürlich habe ich das mitbekommen. Das ist der Mann, hat eben so wenig Informationen, dass man ihm ja wirklich alles erklären muss. Und das ist, da kann ich mich noch nicht mehr beteiligen, weil das ist schon zu. So dermaßen. Jetzt keine Ahnung von seiner Religion. Ich frage ihn eindeutig und frage ihn, ja, der Mohammed kannte doch Allah gar nicht. Erst mit Jibril hat er ihn kennengelernt. Da sagt er, ja, richtig. Und dann sage ich, ja, wie kann denn der Vater von Mohammed Abdullah heißen? Der war doch ein Götzendiener, Mann. Ja, wenn die Muslime sich vor islamischen Gottheiten von deren Kulten beschäftigen würden, 5 Minuten, nur ein Buch in die Hand nehmen oder ein bisschen recherchieren, dann würden die von alleine eben diese Götzenkulte, die vor Mohammed schon da waren, erkennen und dann sehen, dass der Mohammed eben einfach nur diese Kulte auch mit hineingenommen hat. Da hat ein bisschen Christentum,
bisschen Judentum, bisschen rabbinischen Literatur und altarabische Götzenverehrungen. Eine Mischung gemacht und hat gesagt, jetzt ist meine neue Religion. Drinnen, der sagt in Studio, der Fahrer zur linken Hand und so weiter, ist aus dem Hinduismus. Er sagt, nimm ein Stück Fleisch von die Kuh und dann schlag es auf den Toten drauf, damit er wieder zum Leben erweckt wird. Ja, Bruder, soll ich ihm ganz kurz was zeigen, wegen diese von Rebecca, diese 3 Jahre, damit es einmal vom Tisch ist, dauert vielleicht 2 Minuten. Ja, okay. Guck mal, damit es ein für alle Mal vom Tisch ist. Weil ich kann das langsam nicht mehr hören, wirklich nicht. Heute habe ich wirklich fast meine Haare, wollte ich rausreißen. Da war ich wieder kurz davor. Erstmal mit diesem Risk-Debater und jetzt gerade mit Mohammed. Das war wirklich sehr extrem. Bruder, ich würde dir empfehlen, wenn du jetzt so leid gehst, dass du dich in der Nähe von einem Krankenhaus oder sowas aufhältst, damit die dich direkt auch dann die Notaufnahme übernehmen, also aufnehmen. Damit du direkt vom demnächst, Auto aussteigst und in die genau, demnächst parke ich nur vor einem Krankenhaus und mache ich schon mal Infusion bereit. Sag ich, bitte tun Sie mir schon mal Infusion. Ich kann nicht mehr, ich sterbe gleich, Mann. Genau, die sollen dir eine Infusion geben im Auto rein. Das ist witzig, ey. Das mit Risk-Debater habe ich mitbekommen, das war echt nicht mehr schön, ey. Das war echt nicht mehr schön, das war echt, ja, echt. Er konnte es nicht ertragen, dass man ihm dann so eine Frage stellt, ne? Was würdest du machen, wenn der Mohammed so leben würde? Würdest du ihm deine Frau geben? Du müsstest dich ja auf der Stelle scheiden lassen, damit Mohammed deine geliebte Frau so zu sich nimmt. Was soll das, Mann? Genau. Genau dazu wollte ich dir auch was zeigen, aber das ist schon lange in der Genau, La war ja eben diese antike Gottheit des Mondes, dieser Kult gab es ja schon im alten Ägypten. Ja, er war einer der Gottheiten im alten Ägypten, La, der Mondgott. Und so hat sich das auch über Saudi-Arabien eben verteilt. Diese ganzen Götzen, Kulte und so weiter, die haben sich einfach verteilt über diese damaligen über die damaligen Ortschaften. Ne? Das heißt also, diese Kulte wurden von Ägypten nach Griechenland, von Griechenland nach Rom und die haben das einfach gegenseitig alle übernommen. Ja. Der Stierkult, hier, das ist der Mithraskult. Da habe ich voll den Ohrwurm von diesem Lied. Ja, aber da siehst du, ne, dass das so mitreißt, ne, weil das vom Teufel ist, diese Sache. Guck, Bruder, jetzt das von Ding, Rebecca, damit das einmal vom Tisch ist. Ohne Witz, Muslime, bitte gut zuhören. Ich wirklich einmal Herz aufmachen und nicht mehr so einen Quatsch zu erzählen. Lesa, warte mal. Meinst du diese Rapper, die dann immer Ra sagen, dass die den diesen dass die immer seinen Namen rufen? Von Reza. E und Z lassen die weg und dann Reza. Reza. Manche Rapper haben guten Geschmack. Vielleicht meint dieser Samra, dieser Rapper, immer Ra, diesen Ramses, Ra, und betet den Endgeil an. Nee, Moment. Ra ist ja der, du hast recht, nein, Moment. Ra ist ja der Sonnen, der Lichtgott, Sonnengott im Ja, sie meint doch. Ja, genau, ja. Und der erwähnt das immer auch Kapital Bra, ne? Der macht auch immer Ra, Bra, Ra. Ach so. Kapitel Ra, ja, Kapitel Ra. Kapitel Ra. Der verschollene Bruder von Kapital Bra, der auch Moslem geworden ist. Das war auch ein heftiges Video, was du gemacht hast. Ja. Von Kapital Bra, das war heftig, ne? Ja, das war ein Video. Schon wieder. Hier im Chat sind. Einfach ein bisschen Buch in die Hand nehmen, ein bisschen Geschichte studieren und dann werdet ihr von alleine sehen, dass eben dieser Mondgötzenkult aus Altarabien übernommen wurde im Islam. Ja, leider. Islam-Kultgeschichten gab es schon vorher. Mohammed hat das übernommen, einfach in die neue Religion. Guck mal jetzt, ich lasse es mal laufen, okay? Bitte. Hier. Oh, warte kurz, ich muss kurz hier meine anmachen. So, jetzt.
Götten Abendzeit. Jetzt kommen dann. Ist der Ton gut? Ja. Okay, bitte. Jetzt ist gerade die Abendzeit. Jetzt kommen dann die Mädchen aus der Stadt Nahor heraus, um Wasser zu schöpfen. Und er sagt zu Gott, wenn ich dann einem Mädchen, einer jungen Frau, sage, neige doch einen Krug, dass ich trinke. Und wenn die dann von sich aus noch sagt, ja, und auch ein Kamel werde ich schöpfen, dass das die richtige ist. Nun, die Tatsache, wenn er sagen würde, neige doch deinen Krug, dass ich trinke, und dieses Mädchen dann sagt, ja, bitte, hier, das macht schon mal klar, dass das ein nettes Mädchen sein wird. Aber nette Mädchen gibt es ganz viele. Also so klar ist es ja dann noch nicht. Und darum fügt er hinzu, und wenn sie dann noch sagt, und von sich aus, nicht als Bitte, ja, man kann ja Leute mit Bitten zu etwas zwingen, was sie eigentlich nie machen würden, aber aus Nettigkeit machen sie das. Wenn sie von sich aus sagt, und deine Kamele auch noch. Wie viele Kamele hat er? 10. Wie viel trinkt ein Kamel, das jetzt gerade auf der Reise war und jetzt müde eben ans Ziel kommt, auf die Knie geht? Das sind 1000 Liter. Und wenn da eine Schöpferin kommt mit einem 10 Liter Krug, ist ja schon allerhand, ja? Ja, dann schöpft die, da geht die 100 Mal. Mit dem 10 Liter Krug. Und das von sich aus, einem Fremden. Also das muss ich schon eine. Muss man vorstellen, ja. Eine Dreijährige geht 100 Mal hin und her, um die Kamele zu schöpfen mit 10 Kilo, 10 Liter. Das ist Superwoman. Rebecca war Superwoman mit 3 Jahren. Glaubensgemeinschaft, das kann sich keiner vorstellen, ihr Muslime. Ihr seid so heftig, ne? Rebecca war 3. Wenn ich das höre, dann habe ich nur Gelächter für euch übrig. Nur Lachen habe ich dafür übrig. Ja, ohne Witz, 3 Jahre alt, weißt du, und 10 Liter Krug und dann noch 100 Mal laufen, alles klar. Nix ist zu schade für die, wirklich nicht. Bruderkämpf, du bist hier! Lüge! Wahnsinn, ja? Ja, möge der Jesus Christus wirklich die Augen dieser Menschen öffnen. Es kann nicht wahr sein, ehrlich, nach diesen ganzen Fakten. Das ist unfassbar. Jetzt ist das mit Rebecca 3 Jahre auch einmal vom Tisch. Hoffentlich mal vom Tisch. Ja, schade. Schade um diese Seelen. Ne? Schade um diese Seelen. Diese kostbaren Seelen. Schade um diese kostbaren Seelen. Ne? Und was wetten, die werden das trotzdem, selbst wenn sie das Video gerade gesehen haben, die werden das trotzdem weiter munter behaupten. Ja, ja, ist immer so. Der Wahnsinn! Hallo zusammen, Jungs. Hi, Gott segne dich und deine Familie. Dich auch so, Bruder. Danke. Ich wollte nur mal ganz kurz sagen, ich finde dein Content sehr, 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 sehr schön, Bruder. Mach weiter so für uns Christen. Die machen auch, was die machen. Wir machen, was wir machen. Aber natürlich alles ohne Hass, Bruder. Ja, wir hassen die ja nicht. Das ist ja der Unterschied zwischen denen. Das ist ja das. Aber Bruder, weißt du doch, die einen sind so erzogen, die anderen sind so erzogen. Die einen kommen von dem Kontinent und die anderen kommen von dem Kontinent. Die einen leben noch im 18. Jahrhundert, die anderen leben ein bisschen weiter. Ja, das ist das Problem. Aber auch jemand, der von so weit herkommt, hat ja auch irgendwo Moral, Anstand und Ethik, oder nicht? Anscheinend, Brudi, haben die sowas nicht mitbekommen. Vielleicht durch das Elend, was die erleben oder erlebt haben, oder. Das heißt aber alles nicht, das entschuldigt nichts, ne?
Bruder, denen ihre Religion erlaubt es. Und erwartet es sogar. Ja, Bruder, auch sowas, wenn ich mir die Nackenhaare hoch, Jungs. Ja, damit mit dieser Heirat, also Heirat, mit diesem Alter von Rebecca wollen die Muslime eben die Heirat mit Aisha in diesen jungen Jahren legitimieren oder beziehungsweise relativieren. Und das geht ja eben nicht, weil wenn man einfach diese Stellen liest, ein paar Verse vorher, ein paar Verse nachher aus 1. Mose 24, wo eben Rebecca zum ersten Mal da richtig auftaucht, dann liest man eben, dass das eine junges, schöne Jungfrau war, junges Mädchen, eine schöne Jungfrau, und dass die eben schwere körperliche Tätigkeiten ausführte und auch kommunizierte, ja, mit den Menschen, ja, auf einer erwachsenen Art und Weise. Lass mich auch deine Kamele und alle deine Kamele schöpfen, Wasser zu trinken geben. Hör mal, und sowas kann nicht normal sein, hör mal. Das ist doch teuflisch, sowas zu schreiben, hör mal. Ja. Wir lesen englische Propagandasachen auf dem Internet und dann kommen die hier hin und dann muss man denen das alles erklären. Anstatt selber mal ein paar Verse zu lesen, vorher ein paar Verse, nachher ein paar Verse, die saugen nur ein paar Sachen aus dem Internet raus und kommen dann hier hin. Haben null Ahnung von nichts. Die kommen mit Argumenten, die vor 20 Jahren widerlegt worden sind, und verkaufen die uns als neue Argumente von Ahmedinejad, die wohl schon seit 30 Jahren schon widerlegt worden sind. Ja. In der Bibel werden die Sünden der Glaubensväter eben nicht beschönigt oder versteckt. Gott offenbart die Sünden aller Propheten und Glaubenshelden. Und im Koran aber ist es ja so, dass der Gott des Korans die Sünde gut findet. Er wird zum Beispiel David oder Lot oder Abraham gesündigt haben. So haben die gegen die Gesetze Gottes gesündigt. Gott wollte das nicht, aber der Mensch durch seinen freien Willen hat er eben seinen freien Willen benutzt, um zu sündigen. Aber Gott hat das nicht befohlen. Im Islam ist es aber so, dass der Allah dem Propheten Sünde befiehlt. Ja, indem der sich über andere Religionen stellt und, ne, natürlich. Ja, das, ja. Das, was der Ich finde sowieso Menschen. So, spreche ich ruhig aus. Nee, kein Problem. Ich finde sowieso Menschen, die sich, wie gesagt, wenn ich mich als was Besseres fühle als du oder als meinen Nächsten oder ja, in die Richtung halt, sowas kann, das ist nicht menschlich, sowas. Das ist, von da an musst du schon nur sehen, weißt du, ich meine, dass bei dir in deiner Religion irgendwas nicht stimmt. Wir reden ja die ganze Zeit über den Islam und so, Jungs. Ich finde sehr, sehr viele Sachen auch im Islam gut, ne? Das wollte ich jetzt aber nicht ansprechen. Ich habe mal eine ganz andere Frage. Habt ihr euch mal mit der Tora auseinandergesetzt? Da sollen noch dreimal so schlimme Sachen drinstehen. Und wonach die gehen, zum Beispiel die Juden. Stimmt das? Du meinst mal gut. So? Tora ist ja einfach das Alte Testament. Eigentlich noch genauer bezeichnet ist die Tora die fünf Bücher Mose. Das ist die Tora, das Gesetz. Das Gesetz Mose, also 1. Mose bis zum 5. Mose. Das Pentateuch, das wird die Tora auch genannt. Aber Tanach, zum Beispiel Tanach, ist das gesamte Alte Testament. Also nicht nur die fünf Bücher Mose, sondern auch die großen Propheten, die kleinen Propheten, Psalmen etc. Das gesamte Alte Testament wird Tanach genannt. Mhm. Oder Tanach. Tora. Das Wort Tanach setzt sich diese drei Wörter zusammen, Torah, Neviim und Ketuvim, die Schriften und die Propheten. Okay. Deswegen Tanach, einfach verkürzt Tanach oder Tanach ausgesprochen. Das ist das gesamte Alte Testament. Und das, was du meinst, wahrscheinlich ist das Talmud.
Wo steht das drin geschrieben, dass die einzigen sind und dass zum Beispiel alle Frauen freiwillig wären, alle Männer, die nicht jüdisch sind, sollte man, ich will jetzt nicht lügen, da ist ein Ausdruck, sollte man zum Beispiel gegen angehen oder wenn man ein Geschäft mit denen macht, sollen die ja, übers Ohr hauen. Ja, klar, ein Nicht-Juden übers Ohr. Ja, solche Sachen stehen im Talmud. Das kann doch, ja genau, das war das. Guck mal, du bist der King, Mann. Ja. Und das ist nicht wahr, Bruder, das kann doch nicht die Wahrheit sein. Ja, aber im Talmud ist einfach wie ein Sammelsurium, wie eine Bibliothek. Du kannst selber wählen, Nützliches oder eben Verderbliches, ja, wie das Internet. Du kannst das Internet nutzen, um bei Wikipedia dir viel Wissen anzueignen, oder du kannst auch das Internet benutzen, um auf dreckige Seiten zu gehen. Richtig. Und Schlechtes weiter zu verbreiten. Das Internet an sich ist neutral. Es kommt oft nicht darauf an, mit deiner Intention, wie du es nutzen möchtest. So ist es auch mit dem Talmud. Da sind nützliche Informationen, historische, geschichtliche Informationen, Background. Und auch das. Aber das sind auch satanische, dreckige Wörter, die auch über den Herrn Jesus gesprochen werden. Ganz, ganz üble Sachen über den Herrn Jesus geschrieben werden von irgendwelchen Rabbinern. Das gibt's auch. Das ist sehr laut bei einem. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Du kannst natürlich intelligent vorgehen, das kann mitnehmen und historische Informationen zu den einzelnen Versen aus dem Alten Testament herausholen und das verstehen. Ja? Ja. Aber der Talmud an sich ist neutral. Da gibt es schlimme Sachen drin, da gibt es nützliche Sachen drin. Ja. Wir haben gut wie in allen Büchern halt, ne, so ein bisschen. Ja. Aber ich weiß nicht, sowas habe ich in unserem Buch nicht gelesen, sowas wurde mir noch nie in meiner Erziehung mit beigetragen. Was für ein Buch meinst du denn? Was hast du für ein Buch? Nicht in meinem Beruf, in meiner Religion. Ich bin orthodox, griechisch orthodox. In welchem Buch hast du denn? Also habt ihr nicht die Bibel? Wir gehen nach dem Alten Testament halt. Nein. Die Orthodoxen gehen nach dem Alten und Neuen Testament. Und Neuen, ja gut. Aber wenn du so ein bisschen strenggläubiger bist, dann willst du von dem Neuen nichts wissen. Was? Wo gibt's denn sowas? Wenn du so ein bisschen strenggläubiger bist, sag ich. Wo gibt's denn sowas? Also es gibt auch ja, so nenne ich das jetzt mal. Die Orthodoxen oder die nur nach dem Alten Testament gehen. Die gehen nach dem Alten, die Strenggläubigeren. Genau. Hey Bro, war Mikrofon die ganze Zeit an? Ja, Bruder. Ja. War das Mikrofon bei mir die ganze Zeit an? Ja. Keine Ahnung, es hat auf jeden Fall so ein bisschen geschallt. Dann habt ihr ja gesehen, wie gut ich mit meinem. Perfekt. Immer weiter so. Und vergiss nicht, 27 Löwen zu senden, wenn du schon dabei bist. Löwen? Was ist das wieder? Jungs, was hat das mit diesen Löwen auf sich? Was soll das bedeuten, einen Löwen senden? Was heißt das? Du kannst hier auf TikTok kannst du Live-Geschenke senden und das ist ja dann auch Geld. Aber was hast du denn jetzt davon, wenn ich dir einsende? Ich sage das immer nur so aus Spaß, weil es gibt im Koran eine Sure und einen Vers, wo Allah sagt auf einmal, wenn ihr mit meinem Propheten reden wollt, dann müsst ihr ihm erstmal Geld bezahlen, damit er mit euch redet. Dann habe ich auf einmal zu den Leuten gesagt, stell dir mal vor, ich würde das mal machen. Was würden die Leute von mir denken, wenn ich zu denen sage, ey, meine liebe Gefolgschaft, wenn ihr doch mit Dr. Sheikh Abu Amir reden wollt, dann zahlt mir doch erstmal 26 Universum und 80 Löwen und dann rede ich mit euch. Das ist ein gutes Beispiel gewesen. Ja, natürlich, daran merken wir doch, was das soll. Ja, so sieht's aus. Ja, und dann habe ich eben, gerade eben kam dann so eine Frau rein, so eine Christin, da habe ich ihr die Frage gestellt, meinte, was würdest du denn von mir denken, wenn ich jetzt von dir so Geld verlangen würde? Ja, genau, der ist ein Scharlatan, hast du gehört, ne, hat sie das gesagt? Ja, genau. Siehst du, sie hat genau gewusst, was Mohammed da fabriziert, ne? Ja, gut, ich will jetzt nicht so weit ausholen mit Götzen und so weiter, ne? Nee, anhand nur dieses Beispiels, ne, wenn man das einfach nur überträgt und mal die Leute fragt, was die davon halten, die würden sofort alle das Gleiche sagen. Das Gleiche, genau. Ja. Ein gesundes Gehirn sagt dir so, auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Bildet sich alles auch nur zum Schlechten, weißt du? Komisch.
in meiner Jugend, die Eltern, also die in meiner Jugend zum Beispiel, die ganzen Eltern, die ganzen muslimischen Eltern, die sind ganz anders, wie heutzutage ein Muslim ist. Das ist auch so ein Widerspruch in sich selber, ne? Und die sind auch viel gläubiger, die alten Leute, wie die heutigen. Die heutigen sind nur auf Propaganda hinaus, auf, weiß ich nicht, auf, wie du eben sagtest, die haben nicht mal gelernt, die haben nicht mal ihre eigene Religion studiert. Religion, ich tue das keinem vortragen und so, weißt du? Und das gab's früher alles gar nicht, Jungs. Ne? Diese Dings, guck mal hier, was für eine Abstimmung. Wer ist der größere Hetzer von den Head Street Boys? Hetzman, Abo Hetzerei, beide hetzen gleich gut. Ja, das ist mittlerweile zum Job geworden. Ja, wir machen uns ja darüber lustig, ne, dass die Leute immer kommen mit Hetze, Hetze, Hetze. Obwohl wir so von den islamischen Schriften halt vorlesen, aus Koran, Sunna, Hadith, alles, ne? Und dann sagen die Hetze, Hetze, Hetze. Ich kann das nicht mehr hören, ne? Das ist ja das Problem, dass die Menschen, wie gesagt, die reden einfach nur, die wollen nur Propaganda machen. Keiner hat seine Religion irgendwie studiert, gar nichts, ne? Weil, aber gesagt, dass die sich nicht schämen, ey. Deswegen redet man ja eigentlich nicht, ne? Wenn man nichts weiß, so. Aber wie gesagt. Aber trotzdem, Mann, dass die sich nicht schämen, das ist das ja, Krasse. Ja, 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 klar. Schämen die sich nicht, weißt du warum? Weil die in einer Masse sind, weil die eine, weißt du, was ich meine? Wenn man in der Masse ist, dann schämt man sich. Guck mal, ich bin ein Einzelgänger gewesen. Ich brauchte nie hinter mir Leute zu haben. Wenn ich mich geprügelt habe, habe ich mich alleine geprügelt. So, da sind aber 20 andere, die ich jeden Tag gesehen habe, die ich kannte. Das waren nicht so Menschen. Die haben sich nur geprügelt und haben immer nur die große Schnauze gehabt, wenn die in der Masse waren. Da fühlen die sich sicher, diese Leute. Egal ob falsch oder richtig, weißt du? Das ist so eine, weiß ich nicht, ey. Das ist falsches Selbstbewusstsein, falscher Stolz, falsche Ehre, alles falsch einfach, weißt du? So einen kannst du ja auch leicht triggern, ne? Wie gesagt, hast ja gesehen, wie viele in Deutschland hier zu ISIS gegangen sind und so. Die haben eine kleine Gehirnwäsche verpasst bekommen, für die war danach alles okay. Die sind direkt los, weißt du? Das machen dumme Menschen, das macht doch kein normaler Mensch einmal. Ungebildete Menschen machen sowas. Normal, normal. Naja. Jungs, ich muss dich verlassen, ich muss zum Laden. Warte, ich schicke dir ein paar. Ich habe gerade nicht akustisch mitbekommen. Sag mal nochmal. Ich schicke dir ein paar Schweinchen, Babe. Mach das. Männers. Tschüss zusammen. Mach's gut, ja. Bis zum nächsten Mal, ja. Gott segne dich und deine Familie. Ciao. Dir auch so, Brudi. Euch. Oh, jetzt hab ich zu schnell. Too fast, too furious. Too fast. Carbonat Erol? Was ist das? Was? Der Reza Abu Hetzerei ist Carbonat. Bei mir in meinem YouTube ist auch einer, der nennt sich Carbonat Ero. Dieser Name ist so lustig. Carbonat Ero. Der hat einmal Manuelsen richtig beleidigt und der ist richtig ausgerastet. Wenn du daher kommt der Name. Ja, stimmt, jetzt erinnere ich mich. Ja, ja. Wenn du bei YouTube eingibst Carbonat Ero Manuelsen, dann kommt das. Wieder ausrastet wegen Carbonat erhoben. Ja, aber hast du gemerkt, dass fast alle großen Leute in TikTok so bei mir drinne waren, ne? Das ist unglaublich. Ja, 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 normal, Bruder. Weißt du warum? Weil ich auf allen For You Ex-Muslim kam da und hat auf einmal war auf einmal auf allen For You Pages. Die versuchen dich halt so ein bisschen, wie soll ich sagen, die versuchen sie so ein bisschen den Zauber wegzunehmen, indem sie so verschiedene Taktiken anwenden. So zum Beispiel Taktik Nummer 1 ist, findest du das gut, was du machst? Du tust die Leute auseinanderhalten, du tust Hass erzeugen, du trennst die Leute, du tust keine Einheit fördern und so. Die kommen halt immer auf diese Ebene, weißt? Dabei haben die keine einzige Ahnung, was ihr Koran sagt über Trennung und über euch und Ding, weißt du? Wird am liebsten verbrennen, weißt du, aber davon wissen die gar nichts. Das ist abnormal, ey. Na, was willst du machen, Mann? Ich hoffe dich. Inshallah wachen die Leute irgendwann auf.
Ja. Aber ich habe keine große Hoffnung. Ich glaube sowieso, dass weite Teile von Europa bereits gefallen sind und weitere Teile von Europa fallen werden. Glaube ich leider. Teile von Europa. Warum stummst du dich die ganze Zeit, Dindar? Dindari. Ja, bitteschön. Ja, warum stummst du dich denn? Ja, weil ich Hintergrundgeräusche habe. Also. Ja, dann mach doch ja. Erst, komm doch erst hier hoch, wenn das bei dir alles ruhig ist. Warum kommst du dann immer wieder hier rein und stummst dich dann? Nee, darf ich nicht zuhören. Ich wollte doch zuhören, über was sie redet. Ja, zuhören kannst du außerhalb. Wenn du hier drinnen bist, dann nervt das doch, wenn so Hintergrundgeräusche sind. Nee, okay, alles klar. Dann komme ich einfach nächstes Mal rein. Wie du mit Hintergrundgeräusche lockerer sind, dann ist doch okay. Warum, was machst du denn eigentlich gerade draußen? Warum bist du draußen live? Ich bin hier in der Natur, ich liebe die Natur. Ich möchte Gottes Schöpfung betrachten und ihn preisen für das, was er geschaffen hat. Okay. Bist du auch so ein Naturmensch? Ja, bin ich. Ich habe mal ja, eine Frage an dich. Ich habe mal eine Frage an dich. Ja. Warum machst du eigentlich keine Debatten auf YouTube mit anderen? Ich weiß nicht, keine Ahnung, kann man ja mal machen. Ich weiß nicht, ich habe noch niemals so richtig darüber nachgedacht. Aber du siehst ja, meine Arbeit ist ja eher, dass ich meine PowerPoint-Präsentation vorbereite, mache und dann den Leuten halt die Botschaft für den Herrn mitgebe. Ne? Und ich bin ja kein Akademiker in dem Sinne, dass ich zum Beispiel die Bibel studiert hätte oder was und dann anfange dann zu lehren. Weil wenn ich dann auch falsch lehre, dann erwartet mich, dass das doppelte und dreifache Strafmaß, verstehst du? Also ja, überlasse ich das denjenigen, die ja so einen akademischen Grad haben. Ne? Deswegen ging das auch die ganze Aufspielen und in Debatten treten, obwohl die überhaupt keine Ahnung von sowas haben. Ne? Aber was mir auch halt bei dir aufgefallen ist, du wurdest ja immer zu Debatten gerufen, du bist aber nie erschienen, hast immer abgesagt. Beispielsweise bei Anas Islam, der hat dir gesagt, komm, Debatte auf YouTube, warum bist du darauf eingegangen? Ist das dann ein Grund, dass man dann nicht kredibil wäre, oder wie meinst du das? Anas Islam. Warte mal, Sheikh. Ich frage dich. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht annehme, heißt das, dass ich dann jetzt so nicht mehr kredibil bin und keine Ahnung mehr habe, ne? Das hat doch nichts damit zu tun. Also wurdest du Du hast doch aber von vielen wurdest du gerufen, zum Beispiel selbst von Anas Islam, von Hamdi, glaube ich, auch noch und von vielen anderen gehe ich davon aus. Ja, mit Hamdi haben wir doch tausendmal diskutiert. Du siehst aber, wie der sich wendet und dreht und dass man den nicht so packen möchte. Aber wir haben den sehr oft gepackt. Ja, dann würdest du ja auf eine Livestream-Debatte auf YouTube eingehen, was du aber nicht machst. Ich habe doch gesagt, ich entscheide, mit wem ich Livestream mache und mit wem ich nicht Livestream mache. Das ist genauso wie mit Pierre Vogel. Das ist ja genauso wie mit Pierre Vogel. Der wurde schon tausend Millionenfach von Leuten herausgefordert und ist er einmal erschienen? Also ich halte nichts von Pierre Vogel. Also ja, aber ich meine nur, du siehst ja, dass sehr viele Menschen was von ihm halten. Ja, ist leider falsch. Was ich dazu sagen kann, ist noch... Ach, Pierre Vogel ist falsch, okay, danke. Ich halte nichts von ihm. Was ich noch dazu dich fragen wollte, ist... Binder! Zu Anas kann ich nichts sagen, okay. Aber eure Löwen, die wo in Deutschland Dawa machen, ich weiß nicht, ob du mit der englischen Dawa vertraut bist, aber die deutschsprachige Dawa, die hängt der englischsprachigen Dawa mindestens ein Jahr hinterher. Also wenn die Leute, was die hier in Deutschland äußern, wenn die das im englischsprachigen Raum äußern würden, würde man sie im englischsprachigen Raum dafür auslachen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich war vor einer Woche circa wollte Ahmad Ex-Muslim mit Hamdi eine Debatte machen. Dann ist der Hamdi hochgekommen, hat er kurz mit mir eine Debatte gemacht. Da ging es um das Thema Nabit und Alkohol, dass sein Prophet betrunken war, habe ich dann gesagt. Ja, stimmt. Ja. Genau, und er hat das da komplett verneint, ich möchte nicht weiter auf das eingehen. Jetzt vor 2 Tagen ist er dann wieder online gekommen und hat
bedeutet. Wer hat das also gesagt? So viel zu deinen Dawa-Missionaren. Ich frag mich auch, warum man solche Namen überhaupt so als Autorität überhaupt nennt. Was, sind das irgendwelche Gelehrte oder was ist das? Das hat doch nichts damit zu tun. Ich habe nur gesagt, die Namen die oft. Schlimmer vor, ich diskutiere jetzt mit denen und sie haben überhaupt keine Ahnung und man widerlegt sie und dies und das. Macht das dann irgendwie was aus oder würden die Leute dann den Islam verlassen oder was? Wer würde die denn ernst nehmen? Ja. Und ich bin nicht mal Arabischsprachler. Ich bin nicht mal Arabisch. Ich spreche nicht mal flüssig Arabisch. Ich bin würde gerne mal mit Marcel Krass mal diskutieren, weil es gibt ja viele Menschen, die ihm ja folgen. Ja. Aber wem folgt denn, haben die? 35 Leute bei seinem TikTok-Blödsinn oder was? Also ich habe auch mal gesehen gehabt, das hatte ich auch mal damals vor ein paar Jahren noch herausgefordert, da bist du auch immer noch nicht reingegangen. Ich habe dir doch gerade gesagt, was würde denn eher eine Detonation auslösen? Wenn man mit Marcel Krass eine Diskussion führen würde oder mit jemandem, der so eine Autorität ist oder mit jemandem, der nicht mal Deutsch spricht? Also ich bitte dich. Ja, also Marcel Krass kannst du auch debattieren, sag ich ja nichts. Ja, das wäre ja dann gut. Das wäre schön, dass man mit ihm sich zusammensetzt und mal so über einige Bestandteile redet. So, das würde ich sofort machen. Mhm. Wenn du jetzt eine E-Mail oder sonst was kontaktieren würdest, würdest du auf seine Debatte eingehen? Ja, natürlich. Ich würde sofort sagen, ja klar, lass uns eine Runde diskutieren, weil er ist wenigstens jemand, zu dem die Leute aufsehen. Weißt du, er hat ja den Islam angenommen. Und dann möchte ich den konfrontieren mit einigen unschönen Sachen, die ich herausgefunden habe im Islam. Mhm. Und was hast du dann? Er hat Benehmen. Was hast du denn? Die Bestandteile des Islams reden, das kannst du ja mir dann überlassen, worüber ich dann sprechen möchte. Okay. Hast du das gesehen, was der Ali Dawa jetzt vor 2-3 Tagen gesagt hat? Bezüglich der wissenschaftlichen Wunder? Wer ist Ali Dawa? Ja, da siehst du mal, das ist einer der größten Dawa-Leute in England, Ali Dawa, jeder kennt den, der hat 600.000-700.000 Abonnenten. Aber Dings, Ex-Muslim, ich habe mal eine ernste Frage, aber Hand aufs Herz jetzt. Habt ihr was eigentlich gegen Muslime? Nein, ich liebe Muslime, das sage ich jedes Mal. Also wenn du jetzt mit mir redest, hast du irgendwelche Gedanken so bei mir, warum ich jetzt mit einem Muslim rede, so in Art oder so? Jetzt mal ehrlich. Nein, Mann, warum denn? Bist du kein Mensch oder was? Allein die Frage. Nee, also ich wollte das ernsthaft wissen. Nein, Dindar, du bist doch ein Atatürk-Anhänger, oder? Nein, ich bin kein Atatürk-Anhänger. Was hältst du denn von Atatürk? Ich halte nichts von ihm, der hat meine Religion in den Dreck gezogen. Ah, okay, Dindar, bist du Kurde? Was bin ich? Bist du Kurde oder Türke? Ich bin Türke. Du bist Türke, okay. Ja, warum wusstest du, dass Mohammed gesagt hat, dass der jüngste Tag nicht kommen wird, bevor man einen Krieg mit den Türken macht? Ja, ich habe so einen hat diesmal gelesen über Türken. Worauf willst du hinaus? Weißt du, dass unsere Vorfahren alles Christen waren? Ja. Ich weiß, worauf willst du jetzt den Terrorismus ansprechen? Was ist Terrorismus? Weißt du, dass unsere Vorfahren alles... Weißt du nicht Tengrismus? Weißt du das bevor Tengrismus? Es war ja Tengrismus, danach war es Christentum. Danach wurde es Islam. Weißt du, wie unsere Vorfahren vom Christentum auf das Islam übergegangen sind? Wie meinst du das? Meinst du mit Gewalt oder wie jetzt? Na, natürlich! Von wo hast du das denn jetzt her? Von wo ich das hab? Aus der Geschichte. Okay, und was hast du genau gelesen? Dass die Türken zwangsislamisiert wurden, sagst du? Was ja, richtig, denn, die Türken wurden zwangsislamisiert. Was war denn 1453? 1553? 1453, fettig, Istanbul. 1453, ja, da wurde Konstantinopel erobert, der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ja, und war Konstantinopel islamisch? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er sagt das sogar noch, erobert. Hat den Kommandant. Ja, er sagt selber erobert. Er hat gesagt, oh, was für eine herrliche Armee, oh, was für ein herrlicher Kommandant, der Istanbul erobern wird. Hat er sogar den Kommandant gelobt? Kennst du nicht den Hadith? Es gibt da noch. Er sagt sogar selber noch erobert. Ja, wie ist denn Türkei? Wie ist denn ein christliches Land wie die Türkei auf einmal muslimisch geworden? Wollt ihr jetzt mir hier einreden und sagen, dass die Muslime die ganzen Staaten zwangsislamisiert haben mit Kriegen?
Ja, natürlich. Nicht wir wollen dir das einreden, sondern die Gelehrten sprechen darüber und da sagen, danke Allah, dass die ganzen Länder zwangsislamisiert wurden, dass die Frauen vergewaltigt und die Männer getötet wurden. Was sagst du dazu? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, man sollte keine Zivilisten umbringen oder sonst was. Und da man wollte nur sagen, da wurden Menschen umgebracht. Danke für das Gespräch, Dindar, siehst du. Deswegen haben die Leute mich gewarnt, dass du nicht hier hochkommst. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Warum denn? Willst du nicht? Ja, was soll das denn? Was erzählst du denn da wieder für einen Blödsinn? Ich denn da? Ich komme ja, so ein bisschen. Ich sag ja genau, das strahlt sehr. Du sagst einfach, dass wir Muslime die ganze Menschheit hier zwangsislamisiert haben. Soll ich dir was zeigen? Amir, darf ich dir wieder was zeigen? Ja. Zeig mir dann, ich guck mal, was du zeigen willst, dann mehr auch nicht. Ja, komm. Mehr auch nicht. Zeig ihm den einen hier Gelehrten, der auf einmal ganz locker darüber spricht und sagt, ja, die muslimischen Länder wurden gewaltsam erobert und die Männer wurden getötet und die Frauen wurden versklavt. Ich zeige ihm nicht nur das, ich zeige ihm erstmal das hier, weil das ist ja das Beste. Das ist ja wirklich... Was willst du mir jetzt genau zeigen? Schau einfach! Wenn man mit einem Islamgelehrten oder mit einem einfachen Muslim gesagt, ja, aber wie war das doch mit diesen schrecklichen Kreuzzügen? Die sind doch genauso schlimm. Die sind doch die moralische Rechtfertigung für den Dschihad. Also lass uns nicht über den Dschihad reden. Okay? Ist der Ton gut? Reden wir lieber über die Kreuzzüge. Okay. Nun, worüber ich gerne reden würde, das sind Fakten. Und so habe ich mir etwas Zeit genommen und eine Datenbank erstellt, mit 5 geführt hat. Dschihad-Kämpfe gegen die klassische Zivilisation. Soll das jetzt ein Vortrag sein, oder was ist das? Man sieht auf der Karte noch nicht viel über Afrika, Indien, Afghanistan und so. Es geht hier hauptsächlich um Schlachten gegen die klassische römisch-griechische Zivilisation. 548 Schlachten ist eine ganze Menge. Um das zu veranschaulichen, habe ich eine dynamische Karte erschaffen. Sie zeigt den Mittelmeerraum. Und ein weißer Punkt bedeutet eine neue Schlacht innerhalb einer Periode von 20 Jahren. Also jedes Mal, wenn sich der Bildschirm ändert, sind 20 Jahre vergangen. Die weißen Punkte werden dann rot und so kann man die Geschichte dann verfolgen. Das mag verwirrend klingen, aber wenn Sie es sehen, werden Sie verstehen, was ich meine. Und hier beginnt's. Der Islam bricht aus der arabischen Halbinsel aus und attackiert sofort den Fernosten. Schauen Sie, es dauert nicht lange, bis Sie das Mittelmeer überqueren und Spanien und Südfrankreich angreifen. Schauen Sie mal. Meistens denkt man beim Islam an Araber und an Wüste. Aber wir sehen hier, dass der Islam sich über das Mittelmeer ausbreitet. Achten Sie mal darauf, wie die Inseln im Mittelmeer überwältigt werden. Die Marine des Islam attackiert Küstenstädte, tötet, raubt, vergewaltigt und nimmt Sklaven. Immer mehr Sklaven werden geführt und immer mehr Menschen werden versklavt. Über 1 Million Sklaven werden aus Europa in die islamische Welt verschleppt. Darüber denkt man nicht viel nach, aber es ist die Wahrheit. Ich habe mal eine Frage, wie lange geht das Video jetzt? Allein in Spanien geführt. Im Osten sehen wir... Du hast eine Verwarnung bekommen, oder was? Nee, doch nicht. ...vorzudringen versucht. In Spanien dauern diese Kämpfe 400 Jahre lang an, da die Christen sich wehren und die Muslime zurückdrängen. Im Osten hier ist Konstantinopel gefallen und nun wird Osteuropa überrannt. Der Dschihad kommt nun nach Osteuropa. Er wird aus Spanien verdrängt und nun ist Nordafrika und der Mittlere Osten vollständig islamisch. Das ist alles Dschihad, unnachgiebiger Dschihad. Und warum ist er so unnachgiebig? Nun, Mohammed war unnachgiebig in seinem Dschihad. Und alle diese Leute sind gute Schüler des Islam. Und der Dschihad richtet sich gegen die Ungläubigen. Immer und immer wieder. Es war Tradition, dass ein neuer Sultan, wenn er an die Macht kam, sofort versucht, neue Kriege zu führen. Denn er wollte in die islamische Geschichte eingehen als jemand, der die Ungläubigen erfolgreich bekämpft hat. So hat also der Dschihad ausgesehen in dieser Zeitperiode. 548 Schlachten.
Aber Achtung, wenn wir über den Dschihad sprechen, wird immer das Argument mit den Kreuzzügen eingeworfen. Darum habe ich eine dynamische Karte mit den offensiven Schlachten der Kreuzzüge vorbereitet. Schauen wir es uns an und vergleichen wir. Die Kreuzritter kommen in die Türkei und in den Mittleren Osten. Und hier sind die Schlachten. Aber sind es nicht weitaus weniger, als sie jetzt angenommen hätten? Hier sind die letzten Schlachten. Und das ist das Ende der Kreuzzüge. Und jetzt können wir über die Fakten reden. Ja, es gab die Kreuzzüge, aber die liegen bereits Jahrhunderte zurück, während der Dschihad noch heute praktiziert wird. Den Dschihad haben wir schon seit 1400 Jahren. Es gibt keinen Vergleich zwischen dem Dschihad und dem Kreuzzug, schon gar keinen moralischen Vergleich. Und wenn Sie sich die Kreuzzüge anschauen, dann denken Sie daran, dass diese gewissermaßen Verteidigungskriege waren. Warum? Wie wir bereits in der ersten Karte gesehen haben, kam der Islam aus Arabien und eroberte den Mittleren Osten. Einen christlichen Mittleren Osten. Also haben die Kreuzritter versucht, ihre christlichen Brüder und Schwestern vom Dschihad zu befreien. Es gibt also keinen moralischen Vergleich. Die Motivation der Kreuzritter war, Christen zu befreien. Der Zweck des Dschihad ist, Ungläubige zu versklaven. Wenn Sie das nächste Mal also jemanden treffen, der sagt, oh, diese schrecklichen Kreuzzüge, dann können Sie die Fakten aufzeigen. Sie können ihnen sagen, weißt du, wirklich keine Ahnung. Du hast wirklich keine Ahnung, ey. Dinder, ja, weißt okay, du, okay, was warte mal, ganz kurz, jetzt ich will was ich sozusagen weiß, der Typ, das erzählt hat, wo sind die ganzen Dinder, du hast wirklich keine Ahnung. Wo hab ich keine Ahnung, du kommst mir her, willst du mir sagen, dass jeder hier zwangsmisiert wurde? Wer ist der Typ, von wo sind die Quellen, von wo, wie, wo, was? Das ist Geschichte, mein Freund. Geschichte. Ja, allgemein. Okay. Dann erklär mal, wer hat denn die Juden aus Europa vertrieben? Wer? Und warte, die Juden aus Europa vertrieben? Ja, wer hat denn die Juden angenommen? Amir, darf ich noch mal was zeigen? Ach, ja, komm, mach mal. Der will einfach nicht darauf eingehen. Geh doch darauf ein, was ich gerade sage. Ja, ich geh jetzt auf einen. Warte ja, ganz kurz. Wenn du mir jetzt noch ein Video zeigst, bei Allah, ich geh raus, weil ich hab keinen Bock darauf. Ich geh jetzt voll drauf ein, warte. Ich geh voll drauf ein, warte. Jetzt kommt's, komm. Du musst ihn nur Yasser Khan sagen, als er gesagt hat, I thank Allah that they conquered Egypt and him. I thank Allah that he... Wisst ihr, was ich krass finde? Ich bin der einzige Moslem hier drin, mit vier Leuten hier. Ihr könnt nicht mal auf meine einzige Frage hier eingehen. Hinder. Oder willst du jetzt auf Hitler hinaus? Es gab den Hitler-Kult, das war kein Fitner. Ich mache keine Fitner wie ihr. Hinder, was ist denn jetzt los? Was möchtest du wissen? Dr. Sheikh Abu Amir versucht dir zu antworten. Ich habe gesagt, wer hat denn die Juden eingenommen, die vertrieben wurden? Wer hat die eingenommen? Welches Reich war das? Wer hat sie eingenommen? Das Römische Reich, meinst du? Nein. Wer war das denn? Antworte. Wie, was meinst du denn ganz genau? Ja, wer hat denn die Juden aus Europa vertrieben? Und wer hat die denn im Boot gelassen und wer hat dann die eingenommen? Wer war das denn? Welches Reich hat der Herr Jesus gesagt, dass jemand sowas befehlen soll? Sag mir das mal bitte. Der will einfach nicht auf die Frage an. Das waren die Osmanen. Tinder, willst du mich gerade verarschen, oder was? Lass uns mal gucken, wie der Omar ibn al-Khattab die Christen behandelt hat. Hat er entgegengesetzt der Lehre des Mohammeds gehandelt oder mit dem Koran im Einklang? Warte, ich zeig's dir mal ganz kurz. Ich zeig's dir mal ganz kurz. Jetzt auf einmal nicht mehr. Warte mal, ruhig. Guck mal. Zeig mir dein Ding, zeig mir was du. Ja, zeig es doch, dann geh ich doch raus. Hatte Jalla. Die Nationalisten sind doch die besten Freunde, guck mal. Ja, die zeig doch, Mann. Schau kurz, Dindar. Schau, Dindar. Schau. Lern was, schau. Warte, wo ist Ton? Warte kurz, ich mach kurz Ton an. Jetzt hast du Ton weggemacht, warte. Ton. Tinder. Warte, Tinder. Jerusalem, einen der einflussreichsten Männer des arabischen Nationalismus. Die Großmoschee ist das religiöse Oberhaupt der Araber in Palästina und ist der Richter und Finanzverwalter. Liebe Kameraden, die Freundschaft zwischen Muslimen und Deutschen ist viel stärker geworden, weil der Nationalismus Weltanschauung parallel läuft. Die Berührungspunkte sind der Monotheismus und die Einheit der Führung. Der Islam, der Kampf,
die Gemeinschaft, die Familie und der Nachwuchs, das Verhältnis zu den Juden. Aha. Okay, was willst du mir jetzt damit sagen? Ja, du hast doch ein Problem gehabt mit den sogenannten Leuten, die die Juden vertrieben haben. Sie haben im Einklang mit dem Islam gehandelt. Ich habe dir eine Frage gestellt und der zeigt mir ein Video, was überhaupt nicht ist. Anhand dieser Beispiele wollen wir dir sagen, dass du eigentlich den Islam hast. Ich habe dir eine Frage gestellt, wer die Juden eingenommen hatte damals. Dann wirst du mir irgendein komisches Video zeigen. Ja, schon. Du kannst nur lachen, weißt du das? Du kannst nur lachen. Du bist schon auf die... Der kann ja nur lachen, Alter. Der kann ja nur lachen. Ey, das ist doch nicht mehr normal. Also du siehst doch mit deinen eigenen Augen, Dindar, dass der im National... Das war doch Hallo, Tinder. Tinder-App. Tinder 36. Du siehst doch... Alle Leute sind Tinder. Er wird persönlich. Tinder, bitte. Du heißt doch Tinder oder nicht? Er wird persönlich. Tinder. Was willst du? Du hast doch gerade eben gesagt, wer waren diejenigen, die die Juden da so vertrieben haben, ne? Hier in Deutschland. So, und dann hat er dir anhand eines Beispiels gezeigt, dass die im Geiste Brüder sind, die Nationalisten. Ich rede nicht mal mit deutschen Leuten wie die unehrlich sind, auf gar keine einzige Sache eingehen, was ich genannt habe. Ja, du bist unehrlich. Amir, mach's gut, gib mal deine Pakete weiter, Lichmann. Was machst du draußen? Unehrlich. Er sagt, wir sind unehrlich. Guck dir das mal mit an. Tinder, was soll das, Tinder? Tinder, was soll das? Also, warum sagst du, dass wir unehrlich sind? Ach, Jalla, ich bin raus. Ich rede nicht mit so einem. Jalla, ich bin raus. Natürlich, weil du es nicht ertragen kannst, weil deine Religion nationalsozialistisch ist. Ganz ehrlich, Dünndarm, das finde ich gar nicht sehr. Das finde ich echt nicht gut von dir, Dünndarm, weil ich wollte dir nur zeigen, dass das wirklich von dem Schau selber, das ist die, das sind die Moslems. Schau, ganz am Anfang hast du nicht hingehört, Dünndarm. Schau. Dünndarm. Männer des arabischen Nationalismus. Siehst du, Dünndarm? Boah. Der Islam und die Nazis, die waren die besten Freunde. Beste Freunde. Ja, das stimmt. Die Geschichte lernen. Und sie wollten schlag mal Dings, Chef, schlag mal hier den Satz von Himmler auf. Wir haben nichts gegen die Mohammedaner. Wir empfinden sogar Sympathie für sie, weil sie haben. Sie haben das, was den Leuten fehlt, ne? Also dieses von Märtyrertum, dass sie sogar noch belohnt werden für das, wenn sie in den Krieg ziehen und so. Das Christentum ist eine lasche, fade Religion, mit der man überhaupt keinen Krieg führen kann, sozusagen, ne? Genau. Ja, das war der Hitlerkult. Der war ganz angesagt. Deswegen haben die auch so sympathisiert mit den Muslimen, weil das der Hitlerkult und der Islam ungefähr gleich sind. Ja, du siehst ja, dass die ganzen Leute, also die ganze Hisbollah und Hamas und sowas, den Gruß vom Herzen zur Sonne, ne? Den Hitlergruß da alle vollziehen. Das ist unglaublich. TikTok sportlicher, wie das heißt. Da hier, ich Ibn Amir Wahab, genau. Ibn Amir Wahab, der ist auch gut. Ayildiz. Nenn ihn ab heute Ibn Amir al-Wahab. Ich hab's schon gefunden, schau. Warte. Das Christentum ist so eine lasche Fade. Was war das nochmal, ne? Da. Da. Der Islam ist unserer Weltanschauung ganz sehr ähnlich. Er zieht mit dieser Division seine Menschen und verspricht ihnen den Himmel, wenn sie gekämpft haben und im Kampf gefallen sind. Eine für Soldaten praktische und vor Funktionären 1944. Guck hier. Das ist die Religion von Dindar. Reichsführer Heinrich Himmler mit dem Großmufti von Palästina. Der Großmufti von Palästina wollte KZs in Palästina errichten. Siehst du, sie haben einen gemeinsamen Feind, das sind die Juden, und deswegen haben die auch miteinander sympathisiert. Und das machen sie bis heute. Mhm. Ich hoffe, du konntest was lernen, Dindar.
Alle la dündam, dündam. So, jetzt habt ihr den Beweis. Ja, genau, jetzt habt ihr den Beweis. Jetzt habt ihr den Beweis. Das Problem ist, wir haben zu viele Beweise. Ja, die Beweise gegen den Islam sind erdrückend. Die Beweise für den Islam sind nichts. Das ist wie so eine Kohle, die gerade am Verglühen ist. Ja. Bruder, du kannst wieder deine große Position einnehmen, Bro. Ich gehe wieder auf große Position hier. Euer Dr. Sheikh Abu Amir möchte wieder groß sein. Groß und stark. Hüseyin Amasyalı sagt, Amir, du hast ja mal gar nichts drauf, sagt er. Was habe ich? Du hast ja mal gar nichts drauf, sagt er. Ja, natürlich, ich habe nichts drauf. Ich will auch nichts drauf haben. Es reicht mir, dass ich dem Herrn Jesus Christus angehöre und meine Seele in Sicherheit gebracht habe. Alles andere ist eigentlich sekundär. Islam komplett zerstört, du hast ja mal gar nichts drauf. Hüseyin Amasyalı, wann treffen wir uns? Ja, ich weiß nicht, wann möchtest du mich denn einladen? Oh, vielleicht kannst du ja dann Adana-Kebab ausgeben. Adana, schön lecker Kebab-Spieß. Ja. Schön mit dicken Teller, mit diese Gewürze und Leckereien und diese knackige Brot und Salat und so, wow. Mhm. Mit Kokoreç. Mit Kokoreç. Mit Kokoreç. Ja, das ist doch Dünndarm, oder? Ja. Yeah. Kokoreç. Dünndarm. Kuffelkebab-Spieß mit Kuffelsalat, genau. Der ja, Hild ist sehr gut. Kuffelkebab-Spieß mit Kuffelsalat. Mit Hamdi Kuffel pur. Unglaublich. Das T-Shirt werde ich sowieso machen, ne? Kuppel pur. Und dann haben die das Gesicht ein. Und mein Gesicht, also wir beide dann so. Es wurde übrigens wurde einer dabei erwischt, wie er seine eigenen Urin als Kamelurin verkauft hat. Ja, ich weiß. Zeig mal nochmal dieses Video, wo dieser eine Scheich sich da einseift mit dieser ganzen Pipi von den Kamelen. Zeig mal bitte. Also Bruder, das hab ich nicht. Ach, das auf jeden Fall ficken, der Fischer. Hä? Ihr elenden Kuffar, ihr. Ihr oh. Kuffar. Das ist nichts gut, ja? Kuffar essen in Kuffararia. Aber ehrlich, in der schönen Kuffaria. Eine schöne Kuffar-Pizza essen in der Kuffaria. Ja, Mann. Kufferari. Kuffarari, genau. Hey, was ist mit meiner Lache, ja? Ich hasse meine Lache. Lecker Kefir, genau.